Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Susanne Dier, ich bin Referentin im Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in unserem Institut fassen wir zusammen unter der Überschrift eigenständige Existenzsicherung als Bedingung für selbstbestimmtes Leben. Dieser Begriff der eigenständigen Existenzsicherung ist auch ein zentrales Arbeitsmarkt- und frauenpolitisches Ziel im Bündnis Grüner Programmatik. Ich denke, auf diesen Begriff kommen wir heute auch zu sprechen. Die Reihe, in der unsere Debatte heute Abend stattfindet, trägt den schönen Titel Streitwert, Politik im Dialog. Diese Diskussionsreihe findet in Kooperation mit der Wochenzeitung Der Freitag statt. Dreimal im Jahr laden wir Sie ein zum Streiten. Das heißt, auch heute Abend sind Kontroversen absolut erwünscht. In dieser Reihe Streitwert stellen wir jeweils ein aktuelles Thema auch hier zur Debatte und rücken es aber nochmal explizit in geschlechterpolitische Perspektiven. In der Debatte heute geht es also um den Kampf gegen Altersarmut. Dass diesbezüglich auch etwas für Frauen getan werden müsste, das hat sich selbst die CSU auf die Fahnen geschrieben, als sie ihr eigenes Rentenpapier in die Debatte gebracht hat. Aber vor allem stecken auch in allen Rentenmodellen, die in der Diskussion waren und die wir uns heute Abend auch noch mal genauer anschauen wollen, implizite Vorstellungen und Leitbilder zu Geschlechterverhältnissen. Ich freue mich, dass wir zu diesem Thema heute Abend vier Gäste auf dem Podium begrüßen dürfen. Vorgestellt werden die Gäste von unserer Moderatorin Ulrike Baureitel, die durch den heutigen Abend leiten wird. Ulrike Baureitel ist Journalistin und Lehrbeauftragte an der Berliner Humboldt-Universität. Sie schreibt nicht nur für den Freitag, sondern ist auch als freie Journalistin tätig. Ihre Schwerpunktthemen sind Entwicklungen in der Gen- und Reprotechnologie, Gesundheit und soziale Ungleichheit. Noch ein paar Worte kurz zum Ablauf. Nach einer Eröffnungsrunde auf dem Podium wird es mehrere Fragerunden geben. Dann werden wir nochmal auch einen Input in der Mitte unserer Veranstaltung hören von Annika Rassner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, um nochmal die Geschlechterfragen zuzuspitzen. Und dann geht die Frage auch an Sie. Sie sitzen zusammen an Tischen und wir werden eine Publikumsrunde auch machen, wo Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen hier einzubringen. Ja, bevor ich jetzt abgebe an die Moderatorin, möchte ich mich abschließend noch bedanken bei meiner Kollegin Christine Weiß aus dem Gunda-Werner-Institut und bei allen Kolleginnen aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus dem Tagungsbüro und heute Abend hier auch an der Technik, die für das Gelingen der Veranstaltung die Voraussetzungen geschaffen haben. Herzliches Dank an euch und ja, ich freue mich auf eine Debatte heute Abend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Dier, und guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, um über ein Thema zu diskutieren, was wir ja doch alle lieber etwas verdrängen, Rente, Altersarmut und so weiter. Vielleicht haben manche das so ähnlich erlebt wie ich oder erleben es heute noch. Als ich jung war und mir dezente Hinweise gegeben wurden, ich möge doch an mein Alter denken und an die Altersvorsorge, da konnte man mich damit auf die Palme bringen. Und junge Leute damals, die sich mit 25 Gedanken darüber machten, wann sie die 15 Jahre VWL, das ist die Zusatzversicherung im öffentlichen Dienst, voll hatten, die schlugen mich in die Flucht. Kann es sein, dass ich damals etwas leichtsinnig war, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Aber Sie wissen ja auch, so wie wir hier alle sitzen, dass es gar nicht so einfach ist, für die Rente vorzusorgen, beziehungsweise dass es nicht so einfach ist, an den Stellschrauben zu drehen, die die Renten bestimmen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute Abend eine kompetente Expertenrunde gewinnen konnten, mit denen wir darüber diskutieren können, wie das Rentensystem reformiert werden müsste, um Altersarmut und insbesondere Altersarmut von Frauen, die, wie wir hören, ja wieder droht, entgegenwirken zu können und ob eine Rentenpolitik, das ist die zweite Leitfrage, ob eine Rentenpolitik, die spezifisch auf Frauen zielt, vielleicht auch gerechtere Angebote macht für alle anderen. Ich möchte jetzt meine Gäste vorstellen. Zu meiner
Ganz zu meiner Linken sitzt Jens Spahn. Jens Spahn ist Politologe seit 2002 im Deutschen Bundestag. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der Union und Mitglied der Jungen Gruppe. Das ist eine junge Gruppe von Parlamentariern, die sich dafür stark macht, dass Generationengerechtigkeit als Staatsziel ins Grundgesetz verankert wird. Und er sagt, von der gesetzlichen Rente habt ihr nicht mehr so viel zu erwarten. Ich habe ein Zitat von ihm genommen. Neben ihm sitzt, schön, dass Sie gekommen sind, herzlich willkommen. Neben ihm sitzt Professor Dr. Ursula Engelen-Käfer. Sie ist Volkswirtin, war Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, stellvertretende Vorsitzende, stimmt, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und 23 Jahre lang im Parteivorstand der SPD, habe ich ausgerechnet. Heute ist sie Honorarprofessorin an verschiedenen Hochschulen, unter anderem der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und Leiterin des Arbeitskreises Sozialversicherung im Sozialverband Deutschland. Und außerdem arbeitet sie auch als Publizistin, unter anderem auch im Freitag. Guten Abend. Ganz zu meiner Rechten sitzt Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er ist Volkswirt, seit 2008 Mitglied des Deutschen Bundestages und rentenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Er fordert eine Bürgerrente für alle, die das Existenzminimum bis zu einem gewissen Lebensstandard sichert. Was das bedeutet, werden wir heute Abend bestimmt noch erfahren. Und zu meiner Rechten sitzt zu meiner Rechten sitzt Dr. Annika Rasner, Politologin und Soziologin. Sie arbeitet derzeit am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, wo sie mit dem Projekt Lebensläufe und Alterssicherung im Wandel befasst sind. Sie sagt kurz und knapp, Rentenpolitik ist Arbeitsmarktpolitik. Guten Abend. Wir möchten jetzt so eine kleine Eröffnungsrunde machen, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen und dann die verschiedenen Modelle vorstellen und diskutieren und dann nochmal eben auf die genderpolitischen Aspekte eingehen. Herr Spahn, Sie rufen, wenn es um Alter und Pflege geht, gern Ihre Großmutter auf. Die Rente Ihrer Großmutter ist ja noch sicher und weil sie von den heutigen Erwerbstätigen aufgebracht wird. Glauben Sie, dass das noch für Ihre Generation gelten wird? Also die Rente ist mit Sicherheit sicher. Die Frage ist halt nur, in welcher Höhe am Ende gesetzliche Rente gezahlt werden wird. Was mir ein bisschen unterzugehen droht in den aktuellen Diskussionen, die ja sehr massiv über Rente im Moment stattfinden, ist, dass wir in Deutschland was geschafft haben in den letzten 10, 15 Jahren in einem ziemlich großen Konsens, um das uns die meisten europäischen Länder beneiden. Und was die meisten europäischen Länder gerade unter größten Schmerzen in sehr kurzer Zeit nachholen müssen. Nämlich eben diesen Ausgleich zwischen Älteren und Jüngeren in einer Gesellschaft, wo wir alle gemeinsam weniger und älter werden. Also dass wir Rente mit 67 eingeführt haben, in Griechenland gerade unter großen Schmerzen, in anderen Ländern auch. Dass wir also gesagt haben, die Jüngeren müssen länger arbeiten, sie müssen relativ höheren Beitrag zahlen, kriegen dafür im Übrigen eine relativ geringere Rente. Und der Beitrag der Älteren ist es, dass sie von ihren Rentenerhöhungen nicht immer alles zu 100% kriegen, sondern die etwas abgeschwächt werden. Das war ja das, was in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Das ist eigentlich ein, wie ich finde, toller, ausgewogener Kompromiss gewesen, der auch mitgetragen worden ist ja von der breiten politischen Mehrheit. Und den sollten wir, finde ich jedenfalls, auch grundsätzlich nicht in Frage stellen. Der bedeutet aber eben, dass die jüngere Generation, was das Rentenniveau angeht, mit Sicherheit ein niedrigeres haben wird, als diejenigen, die heute in Rente sind oder auch bald in Rente gehen werden und dass sie, wenn der alte Versprechen sozusagen der Lebensstandardsicherung, nicht der Existenzsicherung, sondern der Lebensstandardsicherung für sich erfüllen wollen, sie zusätzlich werden betrieblich und oder privat vorsorgen müssen. Und ich finde, diese klare Botschaft müssen wir denen auch sagen. Okay, danke schön. Frau Engelen-Käfer, was würden Sie heute einer jungen Frau auf den Weg geben, wenn sie sich vor Altersarmut schützen will? Zunächst mal würde ich ihr sagen, sie soll so viel wie möglich an Ausbildung machen, damit sie erstmal die Voraussetzungen hat für eine vernünftige Erwerbstätigkeit. Wobei wahrscheinlich für die Frauen die formalen Abschlüsse noch mehr zählen als für die Männer. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass sie das tut. Das nächste ist, sie soll sehen, dass sie gut in den Beruf startet
und sich so schnell nicht abschrecken lassen. Denn im Beruf weiterkommen heißt, dass man eine Menge an Stabilität braucht, vor allem wenn man sich durchsetzen will und nicht die üblichen dienenden Tätigkeiten und ausführenden Tätigkeiten machen will, sondern auch ein bisschen mehr in die Machtposition, in die Gestaltungsposition und da, wo es auch besser bezahlt wird, hineinkommen will. Und das sind die Voraussetzungen, die erforderlich sind, damit ein anständiges Einkommen erzielt wird. Und dann wird sie sich aber erstmal auch durchsetzen müssen, dass sie nicht einkommensmäßig diskriminiert wird. Denn das haben wir ja gerade eben erst mitbekommen. Nicht nur ist die Diskriminierung der Löhne bei Frauen in Deutschland mit einer der höchsten von etwa 23%, sondern auch bei Führungstätigkeiten sind es sogar 30%. Da werden wir heute Abend bestimmt noch viel aber darüber reden. Aber das muss, wie gesagt, alles, da muss sie sich überall über Hürden hinwegsetzen. Es wird ihr nichts geschenkt. Sie kann nicht sagen, wir sind die Generation, da läuft das schon alles. Das ist nicht der Fall. Sie muss weiter kämpfen. Und sie muss, wenn sie das alles durchsteht, hat sie auch die Chance für eine gute Rente. Vielen Dank. Herr Strengmann-Kuhn. Sie haben zwei Kinder. Ich habe Sie vergessen zu fragen, ob da ein Sohn dabei ist. Wunderbar. Können Sie Ihrem Sohn guten Gewissens raten, Kindererziehungs- und Pflegezeiten gleichberechtigt mit seiner Frau zu teilen, im Hinblick auf seine Altersversorgung? Ich würde sowas nicht von der Altersversorgung abhängig machen, sondern das ist an sich ein wichtiger Wert, die gleiche Aufteilung von Care-Tätigkeiten zwischen Männern und Frauen. Ich habe selbst, als mein Sohn damals noch ein Baby war, nur Teilzeit gearbeitet, damals an der Uni, damit es einigermaßen aufgeteilt wurde während der Zeit. Und ich muss sagen, dass ich das sehr genossen habe, die Zeit dafür für meinen Sohn zu haben. Und das will ich nicht missen. Das würde ich ihm raten, dringend, dass er da mit der Erwerbstätigkeit etwas zurückfährt, um die Zeit zu haben. Natürlich ist politisch die Rahmenbedingungen wichtig, dass solche Zeiten auch gut abgesichert sind, zumindest dass es eine Mindestabsicherung gibt, aber auch eigentlich eine stärkere Honorierung, was halt die Rentenpunkte angeht. Bei dem ersten sind wir als Grüne jetzt schon relativ weit mit der Garantierente, wo wir sagen, jemand, der 30 Versicherungsjahre hat, und da gehören diese Care-Zeiten auch mit dazu, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, dass ab diesen 30 Jahren man eine Rente von 30 Entgeltpunkten, das sind ungefähr 850 Euro, dann sicher garantiert hat, um Altersarmut zu vermeiden. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu der Frage von eben. Ich glaube, die Frage ist falsch. Was würden Sie einer Person raten, um Altersarmut zu vermeiden? Für die Altersvermeidung von Altersarmut sind vor allen Dingen wir als Politikerinnen und Politiker zuständig, da die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf dem Arbeitsmarkt, Stichwort Equal Pay, sowohl Leiharbeit als auch reguläre Beschäftigung, aber Equal Pay insbesondere zwischen Männern und Frauen, da ist dann die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo man gesellschaftlich drüber diskutieren muss, aber insbesondere dann im Alter. So eine Mindestabsicherung muss man unbedingt gewährleisten. In dem Punkt sind wir noch schlecht. In vielen anderen würde ich dem Herrn Spahn durchaus zustimmen, dass wir da gut sind, aber in dem Punkt sind wir international schlecht. Gut, vielen Dank. Frau Rasner, ich kann mich erinnern, Mitte der 90er Jahre hat die BFA gegenüber uns Journalistinnen erzählt, dass die weibliche Altersarmut überwunden passé sei. Waren die Experten zu optimistisch? Ja, also ich denke, da sind wir uns alle einig, dass da sehr viel Optimismus war. Es wurden aber halt auch viele Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, nicht so vorausgesehen. Dazu gehört natürlich die Einführung der Minijobs, die für die Rentenansprüche natürlich Gift sind, aber halt auch die Veränderungen in den Erwerbsbiografien, die wir am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erforscht haben, die insbesondere in der Generation der Babyboomer besonders deutlich sein wird, wo einfach sehr viel mehr Brüche in den Erwerbsbiografien sind. Personen steigen später ins Erwerbsleben ein, aufgrund von hoher Bildung, was gut ist, aber der Einstieg dann in eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird vielen sehr schwer gemacht. Und dann gibt es natürlich sehr lange Phasen,
Phasen an Teilzeitbeschäftigung und Ausstiegen aus dem Erwerbsleben, die dazu führen, dass viele Leute oder in Zukunft auf jeden Fall mehr Leute dem Risiko der Altersarmut ausgesetzt sein werden. Und was auch noch ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir sehr stark steigende Scheidungsraten sehen, sprich die Absicherung durch den Ehemann, auf die wir uns jahrzehntelang auch sehr verlassen haben und dabei niedrige eigenständige Alterssicherungsansprüche von Frauen ignoriert haben, die wird unsicherer in Zukunft. Und sprich, man kann sich nicht zwangsläufig darauf verlassen, dass der Ehemann damit sorgt. Herr Spahn will direkt was. Ja, nur, ich würde gerne was sagen zu der Frage Altersarmut, Bekämpfung von Altersarmut. Sorry, ich muss hier nur parallel, die FDP macht mir das Leben gerade schwer. Aber zur Bekämpfung von Altersarmut haben wir eigentlich ein Instrument in Deutschland, das es in kaum einem anderen Land gibt. Und mich ärgert, dass das ein bisschen diskreditiert wird in den Diskussionen der letzten Monate, nämlich die Grundsicherung. Ja, also wir machen gerade eine neue Sozialleistung, um Menschen vor einer Sozialleistung zu schützen. Also ich finde diese Logik immer so ein bisschen schwierig, die wir manchmal so haben. Deswegen, wir haben eine aktive Bekämpfung von Altersarmut in Deutschland durch die Grundsicherung, deren große Neuerung ist ja wahr, eingeführt, glaube ich, von Rot-Grün, wenn ich es richtig im Kopf habe, deren große Neuerung ist ja wahr, dass eben nicht mehr auf die Angehörigen, auf die Kinder zurückgegriffen wird, wenn es um Sozialhilfe geht. Die Grundsicherung steigt übrigens höher als die Renten, weil die ist ausgeglichen als Sozialleistung, die Renten sind das nicht. Und deswegen bei allem, was wir hier über Altersarmut diskutieren, finde ich schon grundsätzlich wichtig, und das ist bei weitem nicht in allen Ländern der Welt gegeben. In Deutschland kann sich jeder sicher sein, dass er das, was er zum Leben hat, braucht, auch tatsächlich hat und zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, ich denke, ich würde uns allen mal empfehlen, von dieser Grundsicherung ein Leben zu bestreiten. Und zwar vor allem auch, wenn vorher ein ganzes Berufsleben der Fall war. Ich denke, in den Ohren vieler betroffener Menschen. Und wir haben ja schon seit einigen Jahren eine steigende Altersarmut. Das ist ja nicht so, dass das nur ein Zukunftsdrama ist, sondern wir sind seit einigen Jahren im Anstieg begriffen. In den letzten beiden Jahren über 170.000 zusätzliche Rentner in Altersarmut, also in Grundsicherung. Und das sind alles Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Wir tun ja gerade so, als ob die Rente ein Almosen ist. Rente ist ein erworbener Anspruch aufgrund der eigenen Beiträge. Und da muss ich auch im Alter nicht gezwungen sein, zum Sozialamt zu gehen, meine Vermögensverhältnisse, meine Einkommensverhältnisse offenzulegen, um das Stückchen Lebensexistenz zu bekommen, das am untersten Rande möglich ist. Und wenn dann die Energiepreise steigen, die Wohnungspreise steigen, dann darf ich demnächst bei Kerzenlicht sitzen. Ich finde, das ist keine gute Konzeption. Aber Frau Engelen-Käfer, bevor wir jetzt hier in den Streitwert eintreten, würde ich für das Publikum einfach nochmal bitten, die verschiedenen Vertreter nochmal über die einzelnen Modelle auch Auskunft geben zu lassen, damit wir dann ein bisschen besseres Fundament haben. Herr Spahn, in der Union tobt seit mindestens einem Jahr eine Rentendebatte. Die hat uns zunächst die Zuschussrente, dann die Lebensleistungsrente beschert. Und können Sie vielleicht das Modell ganz kurz bitte skizzieren und uns mitteilen, um welche Art, das interessiert uns besonders, um welche Art von Leistung es da eigentlich geht, unter der Voraussetzung, dass die Union den Vorstoß der CSU-Frauen, die Kindererziehungszeiten von vor 1992 besser zu bewerten, abgeblockt hat. Das ist jetzt ein weites Feld. Ich will nur kurz eins sagen, weil das hängt mit unserem Konzept zusammen. Es fängt nämlich an bei der Frage, was ist die Definition von ein Leben lang gearbeitet? Also 30 Jahre, wie vorhin gesagt, ist für mich nicht ein Leben lang gearbeitet. Also wenn wir mittlerweile im Schnitt 80 werden, dann ist ein Leben lang gearbeitet mindestens 40, wenn nicht 45 Beitragsjahre. Da mag ich mich hier unbeliebt machen, aber mit der Ansage jedenfalls habe ich den Eindruck, dass man auch in der breiten Bevölkerung durchaus Zustimmung bekommt. Und wer so viele Jahre hat, Frau Engelen-Käfer, der ist in der heutigen Situation nicht in der Grundsicherung. Erwecken Sie bitte auch den Eindruck nicht. Außer er hat Teilzeit gearbeitet. Dann kann man aber auch nicht eine Rente haben, als hätte man Vollzeit gearbeitet. Und deswegen ja, vielleicht, ich gucke auf das, was ist, und wer ein Leben lang, das war hier gerade die Ansage, ein Leben lang gearbeitet hat,
und entsprechend Beiträge eingezahlt hat, hat auch eine entsprechend hohe Rente. So, das ist auch unser Grundansatz bei unserer Frage, die ja im Detail gerade noch immer diskutiert wird. Deswegen kann ich sie im Detail noch nicht ganz auf den Tisch legen. Aber für uns ist jedenfalls klar, 40 Jahre mindestens Beitragsjahre als Voraussetzung, damit es eben eine Höherwertung von bisherigen Rentenansprüchen gibt für diejenigen, die damit nur eine kleine Rente am Ende des Tages hätten. Und zweitens legen wir einfach schon Wert darauf, auch wenn mich das hier auch nicht beliebt macht, dass Grundsicherung an und für sich eine Sozialleistung zur aktiven Armutsbekämpfung ist. Dafür ist Grundsicherung geschaffen worden. Dafür gibt der Staat jedes Jahr viel, viel Geld aus. Und das übernimmt gerade der Bund schrittweise auch als Leistung des Bundes, um die Kommunen zu entlasten. Und wir haben einfach ein Problem damit, in der Koalition wie in der Union, wenn diese Sozialleistung so diskreditiert wird, als wäre das keine Errungenschaft. Ich sage nochmal, die finden Sie so in kaum einem anderen Land der Welt. Und das muss man dann auch mal zur Kenntnis nehmen. Also uns geht es darum, dass die, die sehr lange gearbeitet haben, 40 Beitragsjahre mindestens, dazu gehören übrigens natürlich Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten, dass die höher bewertet werden dann in der Rente, wie früher das bei Rente nach Mindesteinkommen der Fall gewesen ist. Und zum Zweiten, dass in der Grundsicherung private geförderte Vorsorge nicht voll angerechnet wird, weil einem heute schon 25-Jährige sagen, was soll ich überhaupt sparen, wird doch nachher eh alles angerechnet, die haben das irgendwie schon im Kopf drin. Und deswegen ist uns das Signal sehr wichtig zu sagen, wer privat vorgesorgt hat, der soll auch natürlich auch selbst in der Grundsicherung was davon haben. Ich glaube, wir sind hier schon an einem sehr wichtigen und interessanten Punkt, nämlich die Frage, welche Leistung wird anerkannt und auch welche Lebensleistung wird anerkannt, das heißt, welcher Verlauf des Lebens wird anerkannt. Ich denke, da gibt es auch bestimmt von Ihnen und von Ihnen beiden auch vielleicht noch einen Punkt, das hätte ich Sie nachher noch gefragt. Also mir kommt dieses Modell so ein bisschen vor. Es gibt ja in der Rente den Normalarbeiter und aus dem Normalarbeiter wird ein Eckrentner, Normaleckrentner. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in Ihrem neuen Modell so ein neuer Ideal, also eine neue Modellbiografie entworfen wird, ein Normal-Idealrentner, der nur auf niedrigerem Niveau, aber eben 40 Jahre oder 45 Jahre lang im Prinzip ganz genau so die Erfordernisse der Leistungsgesellschaft so erbracht hat. Und das ist ja für viele Menschen gar nicht so attraktiv. Ich glaube, da können wir noch mal weiter drüber reden. Frau Englenkäfer? Ja, ich glaube auch, dass der Zusammenhang zwischen dem Erwerbsleben und der Rente eine entscheidende Rolle spielt, beziehungsweise von der Stellung in der Gesellschaft insgesamt. Aber da können wir doch nicht so tun, als ob die Frauen beispielsweise die gleichen Chancen hätten wie die Männer. Das liegt doch nicht an den Frauen, dass sie jahrelang ausscheiden, um Kindererziehung zu betreiben. Haben ja nicht alle so einen Ehemann, der so verständnisvoll ist und Kinderbetreuung selber übernimmt. Die Realitäten sehen ja ganz anders aus. Und unabhängig von der Kindererziehung haben wir lange hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben Langzeitarbeitslosigkeit. Und all das bedeutet, dass ohne Verschulden der betreffenden Personen diese Voraussetzungen überhaupt nicht aufgebracht werden. Das Zweite ist, selbst die Europäische Union und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine internationale Organisation, die nicht gewerkschaftslastig ist, auch nicht frauenlastig, die prangert seit Jahren an, dass wir in der Bundesrepublik wie in kaum einem anderen Land eine Explosion der Niedriglöhne haben und entsprechend auch eine Explosion der Niedrigrenten haben. Und das kann man doch nicht einfach negieren. Und wollen Sie da jetzt sagen, das liegt daran, dass die betreffende Person zu wenig geleistet hat? Das ist doch gar nicht das eigene Vermögen. Die Personen wollen mehr leisten. Wir wissen das aus allen Untersuchungen, dass die Frauen, weiß Gott, nicht so in wenige Arbeitsstunden nur arbeiten wollen. Wir haben die niedrigste Zahl an Arbeitsstunden im Vergleich der EU-Länder. Und zwar massivst. Das heißt natürlich, diese niedrige Zahl ist eben auch mit den Minijobs verbunden. 7,4 Millionen Minijobs, muss man sich mal vorstellen. Ein Viertel aller abhängigen Beschäftigten Arbeitsplätze sind Minijobs, maximal 400-Euro-Jobs.
Wir sind ein Volk von Minijobs. Da kann doch kein Mensch sagen, dass das ein Zwang, eine Notwendigkeit ist aus der Wirtschaft heraus oder dass der einzelne Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin Einfluss hat, wie die Jobs gestaltet sind. Das ist das Problem, dass hier zu wenig auf die Lebensrealität Rücksicht genommen wird, der viele Frauen unterworfen sind, aber auch Männer. Das will ich gar nicht verschweigen. Es sind ja auch zunehmend Männer, die davon betroffen sind, gerade in den neuen Bundesländern. Und dass dies zu den Niedrigrenten führt, zu dem Zwang, hinterher Grundsicherung zu beantragen und den Gang zum Sozialamt anzunehmen. Und das ist unwürdig. Herr Strengmann, nein, jetzt ist Herr Strengmann-Kuhn dran. Und Sie haben bestimmt was dazu zu sagen. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit noch zwei Zahlen oder eine Zahl mit auf den Weg geben. 2011, also die Männer, die 2011 in die Rente gegangen sind, hatten 38,9 Versicherungsjahre durchschnittlich mitgebracht. Die Frauen 29,87. Sie sind also weit von diesen 40 Jahren weg, die da zur Voraussetzung wären für dieses Modell der Union. Vielleicht ist das nochmal eine Zahl, die uns ein bisschen... Die Männer, die 2011 in Rente gegangen sind, hatten 38,9 Versicherungsjahre durchschnittlich und die Frauen 29,87. Ja, dabei muss man nochmal unterscheiden zwischen Versicherungs- und Beitragsjahren. Ja. Da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Aber erstmal muss man nochmal was klarstellen. Also erstens, die Grundsicherung im Alter, die wir unter Rot-Grün eingeführt haben, war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, auch ein größerer Schritt in die Richtung, ist aber in diesem Sozialhilfekonzept verfangen geblieben. Es verfolgt nach wie vor die Systematik der Fürsorge, ist besser geworden, dadurch, dass halt nicht mehr auf die Kinder zurückgegriffen worden ist, ist verwaltungsmäßig deutlich besser als die Sozialhilfe. Es ist nicht besser, was die Leistung angeht, also es ist das gleiche Niveau wie bei Hartz IV, aber wir haben Leute aus der verdeckten Armut rausgeholt, also Leute, die Anspruch haben und den aber nicht in Anspruch genommen haben. Das war früher noch schlimmer als heute, aber es gibt gerade eine aktuelle Studie, wie das halt unter dem neuen Regime ist mit der Grundsicherung im Alter. Danach ist es immer noch so, dass auf einen Menschen, der Anspruch hat auf Grundsicherung im Alter, zwei kommen, die den Anspruch nicht geltend machen, also im Alter von weniger leben als diese Grundsicherung im Alter. Und das ist menschenunwürdig und da muss man einsetzen. Und wenn Sie sagen, Herr Spahn, das ist international einmalig, dann ist das völliger Unsinn. Die OECD, der Berliner Büro hier gegenüber sitzt, prangert immer wieder an, dass in Deutschland die Niedrigverdiener im Alter besonders schlecht abgesichert sind. Das liegt daran, dass wir ein Rentensystem haben, was kein Mindestsicherungselement hat und die Grundsicherung fängt das bei weitem nicht auf, weil da die verdeckte Armut groß ist, weil die Menschen sich dadurch stigmatisiert fühlen, weil die es teilweise gar nicht wissen. Das ist keine vernünftige Grundlage. Wichtig ist auch für die Akzeptanz der Rentenversicherung, dass jemand, der lange eingezahlt hat, am Ende eine Rente rauskriegt, die über dem Grundsicherungsniveau liegt, damit man nicht zusätzlich eine Fürsorgeleistung bekommen muss, wenn man 30 Jahre oder noch mehr gearbeitet hat oder anderweitig für die Gesellschaft geleistet hat. Und da bin ich dann bei der Frage, was ist denn eigentlich Lebensleistung? Und da finde ich den Begriff Lebensleistungsgesetz nahezu eine Unverschämtheit. Weil zu sagen, nur wer 40 Beitragsjahre hat, Beitragsjahre heißt gearbeitet, geschafft, eine Zeit lang mal unter Rot-Grün, auch bei Arbeitslosen sind Beiträge gezahlt worden, das ist dann unter Schwarz-Gelb wieder abgeschafft worden. Bei den Kindern werden 3 Jahre Beiträge gezahlt. Da war die von der Leyen besser. Die hat immerhin gesagt, bis zu 10 Jahren soll es bei der Zuschussrente dabei sein. Da habe ich jetzt bei der Lebensleistungsrente noch nichts gehört. Da habe ich Beiträge gehört. Übrigens auch bei der SPD geht es nur um Beiträge. Das heißt, da ist dann nicht Erziehungsleistung voll mit drin. Wir Grünen sagen, bei den 30 Versicherungsjahren sind 10 Jahre Kindererziehungszeit mit dabei. Rückwirkend zumindest in die Zukunft sagen wir, sollen es nur 3 Jahre sein, um dann das richtige Signal zu setzen. Aber in der Rückwirkend kann man nicht sagen, dass Frauen sind im Wesentlichen Frauen, die Kinder erzogen haben, in den vergangenen Jahrzehnten schon nach 3 Jahren wieder in den Beruf einsteigen können. Das ist einfach jenseits der Realität. Das konnten sie nicht, weil die Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht da waren, auch weil sozusagen das Bewusstsein bei den Männern noch nicht da war, dass sich da
dass man sich das besser teilt, aber vor allen Dingen die Rahmenbedingungen sind nicht da. Da müssen wir sagen, 10 Jahre, damit auch Frauen da das auch erreichen können, weil sonst wird es eine reine Männerleistung und Frauen, die am Wesentlichen von Altersarmut betroffen sind, die werden diese Lebensleistungsrente nicht kriegen, aber auch die Solidarrente der SPD nicht. Und deswegen müssen wir der OECD da folgen und ein Mindestelement in die Rentenversicherung einziehen. Und das haben fast alle europäischen Länder, nur Deutschland nicht. Ich sehe, wir sind doch schon im Wahlkampf. Eigentlich wollten wir hier keinen Wahlkampf machen, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ich möchte nachher nochmal zurück auf Rot-Grün und was sie in der Rente da kanalisiert hat, zurückkommen, weil ich finde es auch nicht unproblematisch. Ich möchte jetzt aber zuerst Frau Rasner nochmal das Wort geben. Ja, meines Erachtens ist auch dieses Konzept Lebensleistungsrente oder Zuschussrente, wie man es auch immer nennen möchte, das ist ein Wort, an dem man sich so erwärmen kann. Es hört sich so gut an. Aber wenn man, also ich nenne es immer so die Rente der vielen Wenns. Also wenn man so und so viele Beitragsjahre erfüllt hat, wenn man dann auch noch Kinder erzogen hat, wenn man dann auch im Haushaltskontext keinen Ehemann hat, der eine hohe Rente hat und wenn man dann auch noch privat entweder viel vorgesorgt hat oder halt betrieblich, was ja nun auch nicht allen Menschen gleichermaßen zusteht, dann muss man einfach sagen, bleiben am Ende sehr, sehr wenig Menschen übrig, die diese Lebensleistungsrente erhalten werden. Und dann werden halt auch falsche Hoffnungen geweckt. Und mich würde es in der Tat mal interessieren, wie viele Frauen beispielsweise davon ausgehen, dass sie gegebenenfalls diese Rente in Anspruch nehmen können und sich vielleicht sogar darauf verlassen, dass es irgendwann mal kommt. Ich finde, in der Rentenpolitik werden gerade so viele Fragen aufgeworfen, dass einfach auch eine extrem hohe Verunsicherung da ist. Also das sieht man beispielsweise jetzt erstmalig, dass weniger Riester-Rentenverträge oder der Anstieg des Abschlusses von Riester-Rentenverträgen zurückgeht. Und ich führe das wirklich darauf zurück, dass von Seiten der Politik da auch überhaupt gar keine Lotsenfunktion mehr geboten wird und die Leute keine Orientierung mehr haben, wo es eigentlich hingehen soll mit der Alterssicherung. Herr Spahn. Naja, aber da dienen ja im Zweifel dann auch Begrifflichkeiten, wie sie hier verwendet werden, und Situationsbeschreibungen. Also wir wollen doch nicht so tun, als wäre Altersarmut heute ein Massenphänomen. Ja, aber ich höre hier die ganze Zeit, es wäre schon so. Das größte Risiko heute von Armut betroffen zu sein, ist alleinerziehend mit Kind und nicht alt. Danach kommt Familie und dann kommt ganz lange gar nichts und dann ist es bei 3-4% für Ältere. Das Zweite, ich bin hier der Einzige von vielen, habe ich so den Eindruck hier, wenn der es anders sieht, deswegen würde ich gerne mal was dazu sagen. Zu sagen, wer ein Leben lang gearbeitet hat, oder 30 Jahre, und das ist egal, ob Fallzeit, Vollzeit oder Teilzeit, der muss dann eine entsprechend hohe Rente haben, da habe ich ein Problem mit. Ein Leben lang Teilzeit kann nicht dazu führen, dass man eine entsprechend hohe Rente bekommt. Da bin ich ein Anhänger, ich wundere mich, wenn das jetzt beim DGB anders ist, großer Anhänger des Leistungsprinzips und der Beitragsäquivalenz in der Rentenversicherung. Das ist eine Versicherung, das ist keine Sozialleistung, da muss man entsprechend eingezahlt haben, damit man entsprechend rausbekommt. Deswegen kann ein Leben lang Teilzeit gearbeitet in der Rentenversicherung jedenfalls aus Beitragsgeldern finanziert, weil... Sie haben nachher Gelegenheit, Ihren Unmut zu äußern, aber jetzt bitte lassen Sie Herrn Spahn aussprechen. Zumindest mehr Emotionen als bei Veranstaltungen bei uns, das ist ganz interessant. Aber Herr Spahn, ich habe eine ganz kleine Zwischenfrage. Ja. Man kann, habe ich nachgelesen, in der Rentenversicherung überhaupt nicht überprüfen. Man kann nicht überprüfen, ob jemand Teilzeit gearbeitet hat oder ob jemand einfach wenig verdient hat. Das heißt, Sie wissen überhaupt nicht, ob jemand Teilzeit gearbeitet hat. Ja, aber wissen Sie, die Rente der vielen Wenns, da haben wir hier halt einen Unterschied, auch in der Bewertung von Lebenssachverhalten. Eine bedingungslose Grundrente kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Denn ein Punkt ist ja hier in über einer halben Stunde Rentendebatte noch gar nicht zur Sprache gekommen, nämlich der der Finanzierung. Wissen Sie, ich würde doch auch gerne jedem 1.000 Euro im Monat überweisen, ohne dass er irgendwas vorher an Wenn erfüllt haben muss. Meinetwegen auch 2.000, wenn sie glücklicher macht. Aber wir müssen doch ab und zu noch mal drüber reden, wer das denn am Ende finanziert. Jede zusätzliche Leistung in der beitragsfinanzierten Rente führt dazu, dass weniger Beitragszahler der Zukunft eine höhere Belastung, die es sowieso schon hoch werden, tragen müssen. Und jede
steuerfinanzierter Teil führt dazu, wir machen übrigens immer noch Schulden jedes Jahr, dass dann eben der Steuerzahler der Zukunft wahrscheinlich noch mehr Schulden abtragen muss. Also ich finde, bei allem, was man für wünschenswert hält, ab und an auch nochmal drüber nachzudenken, wie es denn finanziert wird und von wem. Jetzt kommt gleich die Vermögensteuer und alles ist mir schon klar. Aber ab und an mal diese Finanzdebatte mal mitzuführen und wen das denn belastet, fände ich auch redlich. Also die Frage, was ich mir alles wünsche und mir alles vorstellen kann und am liebsten noch nach 20 Jahren eine entsprechende Höherwertung, ist ja alles okay. Aber es muss am Ende auch von irgendjemandem finanziert werden. Und da finde ich, da haben diejenigen, die es finanzieren sollen, schon einen Anspruch darauf, dass auch ein paar Wenns erfüllt werden und dass nicht einfach bedingungslos finanziert wird. Herr Spahn, ich verspreche Ihnen, dass wir über die Finanzierung noch sprechen werden heute Abend. Ich glaube, Sie hatten sich jetzt gemeldet. Ja, also nochmal, Herr Spahn, Sie wissen ja wahrscheinlich, wie niedrig viele Frauenrenten sind, auch wenn nicht Teilzeit gearbeitet wird. Sie haben da sicherlich eine Vorstellung, was eine Küchenhilfe bekommt oder eine Kellnerin oder eine Einzelhandelskauffrau und was dann hinterher an Rente rauskommt. Und nochmal, alle Untersuchungen und Befragungen zeigen, diese wenigen Arbeitsstunden, die teilweise ja eben wegen dieses Riesenausmaßes an 400-Euro-Jobs gemacht werden, sind nicht freiwillig gemacht. Da müssen Sie doch erstmal ansetzen. Und das können Sie doch hinterher nicht den betroffenen Menschen anlasten und sagen, tut mir leid, hast du Pech gehabt, aber du hast doch die Chance, zum Sozialamt zu gehen, um überhaupt leben zu können. Das finde ich zynisch. Also das finde ich auch nicht lebensleistungsgerecht. Deshalb denke ich, dass sich da etwas verändern muss. Oder sehen Sie mal an die Langzeitarbeitslosigkeit. Es war schon vorher schrecklich, wie niedrig die Beiträge zur Rente waren für Langzeitarbeitslose. Aber Sie haben sie ganz gestrichen. Also die Menschen, die jetzt langzeitarbeitslos sind, die kriegen überhaupt keine Rentenpunkte mehr. Sagen Sie das, und das hat was mit der Lebensleistung zu tun, dass ein Mensch von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist. Das sind nicht nur Frauen, das sind auch Männer. Oder sehen Sie die vielen prekären Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit. Leiharbeitnehmer verdienen im Schnitt 40% weniger als Stammarbeitskräfte. Das sind doch alles Dinge, die sich hinterher auf die Rente auswirken, die nichts mit der Leistung. In Bochum sagen Sie dann, der Langzeitarbeitslose hat so eine hohe Rente wie du? Aber nein, der Langzeitarbeitslose hat zumindest das Anrecht, wie das früher war, Herr Spahn, dass für die Zeiten des Ausfalls durch Langzeitarbeitslosigkeit Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Aber wegen der hohen Schulden, und wofür werden die Schulden gemacht? Nicht für die Langzeitarbeitslosen oder die Grundsicherungsempfänger, sondern für diejenigen, die alles haben, nämlich die Finanzbranche in diesem Lande. Deshalb mussten die Beiträge für die Langzeitarbeitslosen vollständig gestrichen werden. Das ist die Lebensleistung in unserem Land, und das finde ich nicht in Ordnung. Sie haben uns jetzt eigentlich schon die Steilvorlage für das nächste Thema, nämlich die Frage, die uns ja hier eigentlich beschäftigt, Rentenversicherung und Alterssicherung von Frauen, und inwieweit eben der Fokus auf die Alterssicherung von Frauen vielleicht auch eine Lösung wäre für das gesamte Rentenproblem gegeben. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit noch mal auf was aufmerksam machen, was mir jetzt bei Ihnen beiden auch noch mal so aufgefallen ist. Ich finde, in der Rentendebatte, und vielleicht können wir da noch mal nachher drüber sprechen, wird immer jung gegen alt, Vollzeitarbeit gegen Teilzeitarbeit, prekär Beschäftigter gegen Angestellte und so weiter, der Arbeiter in Bochum gegen die arme Küchenhilfe und so weiter und so weiter ausgespielt. Und ich glaube, das geht in eine falsche Richtung. Ich glaube, wir brauchen hier neue Solidaritäten, und da sollten wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr den Fokus drauf richten. Ich möchte jetzt Frau Rasner die Gelegenheit geben, ihren Input zu machen, weil sie einfach uns noch mal ein bisschen Material geben wird. Ich glaube, ich kenne schon ein bisschen, was sie macht, und es wird sehr ernüchternd sein. Aber sie hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und dass ich jetzt hier diesen kurzen Impuls gebe. Also ich wurde gebeten, was zur sogenannten Gender Pension Gap zu sagen, der geschlechtsspezifischen Rentenlücke, und werde da primär ein bisschen Hintergrund geben. Also wie baut sich eigentlich diese geschlechtsspezifische Rentenlücke im Lebensverlauf auf, aber auch nochmal kurz so ein paar Hintergründe zum Rentensystem.
Also, die gesetzliche Rente, die finanziert sich, wie wir wissen, aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ist eigentlich seit der Einführung der dynamischen Rente im Jahr 57 für den Großteil der Menschen die wichtigste Säule der Alterssicherung. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Also auch wenn wir eine Einführung des Drei-Säulen-Systems mehr oder weniger deutlich beschlossen haben, soll die gesetzliche Rente weiterhin den wesentlichen Baustein bilden. Wir können uns darauf einigen, dass es seither tatsächlich erfolgreich Altersarmut verhindert hat. Also der Anteil der Grundsicherungsempfänger ist im Jahr 2011 mit 2,9% unterhalb des Durchschnitts in der Bevölkerung. Aber eigentlich deuten alle Zahlen darauf hin, dass eben dieser Anteil in Zukunft steigen wird und Altersarmut definitiv für einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, ich sage jetzt nicht flächendeckend, aber für einige Personen doch ein deutlich größeres Problem sein wird. Das zentrale Problem, wenn man es so sieht, ist, dass das ganze System, also das ist im Grunde genommen ist halt kein Problem, aber das gesetzliche Rentenversicherungssystem ist erwerbszentriert. Das bedeutet, der Großteil der Rente kommt einfach aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und den daraus gezahlten Beiträgen. Und um einen Lebensstandard zu sichern, basiert das System auf einer Annahme, dass man dauerhaft Vollzeit erwerbstätig sein kann und da halt auch mehr oder weniger den Durchschnittslohn verdient. Was ganz entscheidend ist, ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung nach dem Äquivalenzprinzip funktioniert. Und das bedeutet, dass Leute, die dauerhaft hohe Beiträge zahlen, auch am Ende eine relativ gesehen höhere Rente haben werden, wohingegen Personen, die viele Unterbrechungen haben, aus dem Erwerbsleben austreten, in Teilzeit arbeiten und dementsprechend niedrigere Beiträge zahlen, auch eine niedrigere Rente erhalten werden. Was passiert, wenn man also in den Ruhestand geht? Dann erfolgt eine Bilanzierung der individuellen Lebensarbeitszeit und auf dieser Bilanzierung erfolgt dann eben die Berechnung der Rente. Da kommen natürlich dann noch andere Aspekte mit ins Spiel. Geht man früher in Rente als das gesetzliche Rentenalter? Welche Art von Rente bezieht man? Aber im Großen und Ganzen wird für jede Person individuell geguckt, wie die Lebensarbeitszeit war und wie sich der eigene Verdienst im Vergleich zum Durchschnittsverdiener verhalten hat. Wir wissen aus unseren Studien, die wir am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung machen, dass alle Abweichungen von diesem Ideal der dauerhaften Vollzeitbeschäftigung zu teilweise wirklich deutlich niedrigeren Renten führen. Und wenn man sich die Erwerbsmuster der jüngeren Generationen anguckt, dann steigt halt eben auch der Anteil der Personen, die durchbrochene Erwerbsbiografien haben und halt nicht mehr dem Ideal der dauerhaften, stabilen Vollzeiterwerbstätigkeit entsprechen. Jetzt mal, ich habe ganz wenige Zahlen mitgebracht, aber die reichen zumindest mal, um die Debatte so ein bisschen einzuordnen. Wir haben hier die durchschnittlichen monatlichen Rentenzahlbeträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Also da ist jetzt nicht dabei sämtliches Vermögen, auch nicht die privaten Alterssicherungsansprüche oder die betriebliche Rente, sondern nur die Beiträge, die aus eigenständigen Beiträgen an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden. Also auch hinterbliebenen Renten spielen hier keine Rolle. Und da sehen wir, dass Männer in Westdeutschland auf knapp unter 900 Euro im Durchschnitt kommen. Die Männer im Osten liegen mit knapp 850 Euro da sogar noch drunter. Aber was halt sehr deutlich ist, dass die durchschnittlichen Renten der Frauen wesentlich niedriger sind und dass sie vor allem in Westdeutschland mit 475 Euro im Schnitt wirklich deutlich niedriger sind als die der Männer in Westdeutschland. Wir haben da also eine Rentenlücke von 45% und in Ostdeutschland eine von 22%, was primär, also die geringere Lücke ist primär darauf zurückzuführen, dass in Ostdeutschland die Doppelverdiener oder Doppelvollzeitbiografien viel weiter verbreitet waren. Also es war dort auch eine gewisse Norm, dass Männer wie Frauen vollzeiterwerbstätig sind. Und das zeigt sich in diesen Neuzugängen der Rente immer noch, dass die Erwerbsmuster unterschiedlich waren.
Also nur noch mal zur Zusammenfassung. Dieser Gender Pension Gap beschreibt die Unterschiede in den durchschnittlichen Rentenanwartschaften. Diese ausgeprägte Lücke ist überhaupt kein neues Phänomen. Also wir hatten schon immer sehr, sehr niedrige eigenständige Alterssicherungen von Frauen, insbesondere in Westdeutschland. Aber wir müssen im Hinblick auch auf die Veränderung des Alterssicherungssystems, dass wir da also zukünftig in drei Säulen vorsorgen sollen, beachten, dass diese Rentenlücke nicht nur in der gesetzlichen Rentenversicherung zu finden ist, sondern natürlich auch in der privaten Alterssicherung und in der betrieblichen. Und wenn wir alle Alterssicherungsansprüche zusammenfassen, dann wird das auch dazu führen, dass diese Lücke noch größer sein wird. In der gesetzlichen Rentenversicherung wurden schon diverse Maßnahmen verabschiedet. Also wir hatten lange Zeit eine Rente nach Mindesteinkommen, die auch primär für Frauen in Teilzeit gedacht war. Die wurde 1972 eingeführt und 1992 wieder abgeschafft. Man hat den Versorgungsausgleich bei der Ehescheidung eingeführt, im Jahr 1977 für Westdeutschland und 1991 in Ostdeutschland. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass nur die Anwartschaften, die während der gemeinsamen Ehe angesammelt worden sind, da ausgeglichen werden, aber dass der Schatten einer Ehe natürlich bei Frauen wesentlich länger ist. Also wenn Frauen sich dauerhaft aus dem Erwerbsleben herausgezogen haben, dann kommt die Scheidung und sie müssen dann wieder Fuß fassen. Deswegen haben wir halt auch diese echt schlechten Renten für Alleinerziehende mit Kindern. Dann ist das außerordentlich schwierig, halt wieder zumindest richtig große Sozialversicherungsbeiträge abzuführen an die Rente und entsprechende Anwartschaften zu akkumulieren. Dann wurden die Kindererziehungs- und Zeiten eingeführt im Jahr 1986, erst mit einem Jahr. Die wurden ausgeweitet auf 3 Jahre und es wurde angenommen, dass Frauen in diesen 3 Jahren den Durchschnittslohn verdient haben. Das ist im Jahr 92 erfolgt. Und seit 1995 gibt es eben Beitragszahlungen für Pflegeleistungen, wenn also Angehörige, pflegebedürftige Angehörige nicht erwerbsmäßig pflegt, wird da auch in der Rentenversicherung in Abhängigkeit von der Pflegestufe Rentenanwartschaften von Seiten der Rentenversicherung gezahlt. Warum sind jetzt diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen so? Ach nee, kommt noch was anderes. Also die niedrigen eigenständigen Rentenansprüche von Frauen, die sind nicht gleichbedeutend mit Altersarmut. Also das ist mir ganz wichtig, dass das klar ist. Also in Haushalten können natürlich andere Formen von Vermögen, andere Einkommen, beispielsweise durch den Ehemann da sein, die Frauen davor schützen, im Alter arm zu sein. Aber es ist natürlich eine gewisse Gefährdungslage damit verbunden, die Frauen zumindest einem größeren Risiko von Altersarmut aussetzt. Und das muss im Blick behalten werden. Was auch wichtig ist, dass diese Absicherung durch den Ehemann unsicherer wird. Wir haben steigende Scheidungsraten und dadurch, dass auch die Ehen im Schnitt kürzer sind, ist natürlich auch die Rentenanwartschaften, die zwischen Männern und Frauen ausgeglichen werden, nicht mehr allzu hoch. Und die Rentenreformpolitik der vergangenen Jahre hat natürlich starke Verteilungswirkungen. Ich will nur an die Absenkung des Nettorentenniveaus denken. Wenn wir eh schon von sehr niedrigen Rentenansprüchen bei den Frauen sprechen, dann schadet natürlich eben diese Absenkung des Nettorentenniveaus Frauen vielleicht relativ gesehen sogar mehr. Die Frage ist halt, ob diese aktuelle politische Diskussion tatsächlich den Frauen helfen wird oder ob es eigentlich an den Erwerbskarrieren von Frauen vorbeigeht. Und hier möchte ich einfach nochmal diese Idee des kumulativen Nachteils aufwerfen, den Frauen sich über das Erwerbsleben hinweg aufbauen und habe das jetzt mal grafisch dargestellt. Also wenn wir jetzt das Erwerbsleben vereinfachend in 3 Phasen aufteilen, in die Berufseintrittsphase, die Haupterwerbsphase und den Renteneintritt, dann sehen wir, dass es immer wieder Aspekte oder ich nenne es Gefährdungspunkte gibt, wo Frauen halt Richtungsentscheidungen für ihren weiteren Lebensverlauf treffen, die sie später nicht bereuen, aber dazu beitragen, dass ihre Rente vielleicht niedriger ist. Also wir wissen, dass es starke geschlechtsspezifische Unterschiede in der Studienfach- und in der Berufswahl gibt.
typische Frauenberufe wie die Pflegeberufe, die schlecht bezahlt sind im Vergleich zu den Industriejobs, die zum Teil recht gut bezahlt sind. Wir wissen, dass es Unterschiede in Bildungsrenditen gibt, selbst wenn Frauen also in männertypischen Berufen wie in Ingenieurwissenschaften einen Abschluss machen, sind die Lohnunterschiede weiterhin groß. Frauen verhalten sich halt auch in bestimmten Wettbewerbssituationen im Arbeitsmarkt nicht so, wie erwartet wird. Also bei Lohnverhandlungen sind sie meistens zurückhaltender als Männer. Sowas setzt sich natürlich über das Leben hinweg fort. Wenn man halt niedrig einsteigt und dann weniger fordert, dann ist natürlich auch der Einkommensverlauf über das Leben hinweg im Schnitt auf jeden Fall schlechter als der von Männern. Wenn wir jetzt in der Haupterwerbsphase, haben wir schon viele Faktoren besprochen, also die Gender Pay Gap von 23%, die ja auch von der OECD wirklich Jahr für Jahr angemahnt wird, aber offenkundig keine Folgen hat das Ganze. Wir wissen, dass Frauen häufiger in Niedriglohnjobs arbeiten und viel häufiger in Minijobs zu finden sind, wo zum Teil halt gar keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Sie sind es meistens, die das Erwerbsleben unterbrechen aufgrund der Geburt von Kindern und aufgrund von Pflegetätigkeit. Und diese Pflegetätigkeit wird in der Zukunft einfach ein noch größeres Problem werden. Und dann gibt es halt auch Unterschiede in den Normenvorstellungen zur Erwerbstätigkeit. Und die sind auch weiterhin zwischen Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich. Also in Westdeutschland scheint es so, dass vielen Männern das auch ganz angenehm ist, dass die Frauen so als Hinzuverdiener fungieren und mal ein bisschen arbeiten gehen. Wohingegen in Ostdeutschland schon eher die Norm ist, dass beide Partner gleichwertig in Vollzeit arbeiten. Aber wenn natürlich solche Normvorstellungen besonders stark sind, sind die auch sehr schwer umzukehren. Und über das Leben hinweg kumuliert sich das halt und führt halt dazu, dass die Lücke in den Rentenanwartschaften immer weiter aufgeht. Und ein ganz zentraler Punkt aus meiner Sicht ist natürlich das Ehegattensplitting. Wo man wirklich sagen muss, dass davon solche Fehlanreize, was die Erwerbstätigkeit von Frauen anbetrifft, ausgehen. Und das begleitet Frauen ja auch über einen sehr langen Zeitraum ihrer Haupterwerbsphase, dass das sich negativ auf die Rentenanwartschaften auswirkt. Und Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit ist ja auch häufig genug in den Medien, dass in einigen Regionen Deutschlands die Kinderbetreuungssituation wirklich noch unzureichend ist. Und dass es deswegen auch schwierig ist, eben Erwerbsarbeit mit Familienarbeit zu verknüpfen. Zuletzt gibt es auch noch Unterschiede im Ruhestand. Also Frauen gehen häufiger frühzeitig in Rente. Also bei den ostdeutschen Frauen sind es fast 80%, die mit Rentenabschlägen in Rente gehen. Das kann zum einen natürlich der Fall sein, dass man als Ehepaare gemeinsam in die Rente gehen möchte und deswegen frühzeitig eintritt. Aber es kann natürlich, und das liegt wahrscheinlich näher an der schlechten Arbeitsmarktsituation liegen, und dann, wie ich eben schon gesagt habe, die institutionellen Veränderungen des Alterssicherungssystems, die jetzt zwar keinen direkten Einfluss auf die Gender Pension Gap haben, aber natürlich wirken diese Reformen unterschiedlich stark auf Männer und Frauen im System. Und dann sehen wir also am Ende nach diesen ganzen Faktoren, also ich hier den Gender Pension Gap, den wir hier am Ende dann beobachten, ist letztendlich das Resultat von sehr vielen Gefährdungspunkten, die speziell eine Folge spezieller weiblicher Lebensverläufe ist. Das, was mir als Wissenschaftler immer wieder auffällt, ist, dass man bei diesen politischen Interventionen, wenn wir jetzt über eine Solidarrente reden, eine Lebensleistungsrente ist, man stellt sich am Ende des Erwerbslebens hin und guckt, ach, was ist da irgendwie nicht so ganz in Ordnung gelaufen und interveniert dann vom Zeitpunkt des Renteneintritts. Für mich sind diese nachträglichen Korrekturen einfach nicht zielgenau. Also man weiß gar nicht, was man damit verändern möchte. Also möchte man Frauen zu mehr Erwerbstätigkeit auffordern oder welche Lebensleistung möchte man anerkennen? Also diese nachträglichen Korrekturen, wenn man bei Renteneintritt versucht, rückwirkend irgendwas zu ändern, sind meistens ziemlich kostspielig.
aber nicht zielgenau. Und zum Beispiel haben wir in unseren Studien gefunden, dass die verbesserte Anerkennung von Kindererziehungszeiten beispielsweise in Westdeutschland die Rentenlücke nur sehr unwesentlich kleiner macht. Also so wie ich es berechnet habe, müssten Frauen noch 7 Kinder nachlegen. Dann würden sie in den Rentenpunkten in etwa auf dem Durchschnittsniveau von Männern landen. Und ja, das ist ja definitiv nicht die Lösung. Zu guter Letzt ist die Frage, sind private und betriebliche Altersversorgung wirklich die Lösung? Wenn man jetzt diese 3 Säulen miteinander vergleicht, kann man sagen, die gesetzliche Rentenversicherung hat immerhin Ausgleichsmechanismen, um Unterschiede in den Erwerbsverläufen von Männern und Frauen oder in den Lebensverläufen zu berücksichtigen. Die betriebliche Alterssicherung hat das nicht. Also da gibt es einfach nichts, was ausgleicht, dass Frauen aus dem Erwerbsleben aussteigen und wieder reinkommen. Bei der Riester-Rente gibt es immerhin die Zulagen für Kinder, aber man muss und mehr Frauen als Männer haben eine Riester-Rente. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Frauen im Schnitt in die Riester-Rente einsparen, dann ist das häufig nur der Mindestbeitrag, um letztendlich diese Zulagenberechtigung zu bekommen. Und damit wird keine Versorgungslücke im Alter geschlossen. Also aus meiner Sicht ist es so, dass diese politischen Lösungen für eine höhere eigenständige Alterssicherung bei Frauen nicht in der Rentenreformpolitik gesucht werden müssen, sondern dass die vor allem im Erwerbsleben ansetzen müssen und dass die Gelegenheits- und Anreizstrukturen verändert werden müssen, um die Vollzeitbeschäftigung von Frauen oder zumindest eine Teilzeitbeschäftigung mit einem hohen Stundenumfang bei Frauen zu gewährleisten. Dazu gehört eine verbesserte Kinderbetreuung, eine Unterstützung von Frauen bei einer schnellen Rückkehr ins Erwerbsleben und nicht so Fehlanreize wie das Betreuungsgeld und aus meiner Sicht auch die Abschaffung des Ehegattensplittings. Wenn man über mögliche Lösungen im Rentensystem nachdenkt, könnte man auch nochmal international in Rentenversicherungssysteme in anderen Ländern gucken. Beispielsweise wird in den USA, es gab auch lange Zeit dieses System in Schweden, dass man anstelle von allen Erwerbsjahren, die bei der Berechnung der Rente einfließen, nur die besten Jahre berücksichtigt und somit darauf gegebenenfalls verzichtet, dass man ziemlich viele Quersubventionierungen in der Rentenversicherung hat, indem man versucht, immer wieder bestimmte Lückenzeiten auszugleichen. Wenn man sich gleich auf die besten Jahre fokussiert, könnte man sich das in Zukunft sparen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Wasner, für diesen sehr instruktiven Einführung. Ich glaube, es ist ziemlich klar geworden, es gibt diesen Gender Pension Gap. Also man kann ihn nicht wegdiskutieren, auch nicht hier. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich das richtig verstanden habe, plädieren Sie dafür, die Politiker können sich eigentlich die Rentenpolitik sparen. Das braucht man eigentlich gar nicht in dieser Form. Sie sollen eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik machen und eine vernünftige Politik, die Rahmenbedingungen schafft, Fehlabreize abzuschaffen. War das so richtig? Also ich würde jetzt natürlich nicht ganz auf die Rentenpolitik verzichten, das ist klar. Aber ich würde auf jeden Fall... Ich sehe, dass viele Aspekte, die wir oder viele Probleme, die wir im Alter sehen, natürlich auf das Erwerbsleben zurückzuführen sind. Und von daher kann man da vielleicht ein bisschen kostengünstiger das Ganze korrigieren. Ich würde es jetzt gerne noch mal in die Runde geben, bevor wir in die Flüsterrunde gehen. Wollen Sie anfangen, Herr Spahn? Also in dem Ergebnis jedenfalls stimme ich sofort zu, dass natürlich alles, was wir in der Rentenpolitik machen, am Ende Reparaturbetrieb ist. Das gilt im Übrigen ja nicht nur für das Gender Gap, sondern für alles, was da passiert ist. Es fängt im Grunde ja schon im Bildungssystem an. Wenn ich in die Grundschule komme und nicht verstehe, was der Lehrer vorne erzählt, habe ich niemals hinten die Chance, durch ein Erwerbsleben die Rente mir dann zu erarbeiten, die mich eben über Existenzsicherung hält. Deswegen, ja, stimme ich sofort zu, müssten wir eigentlich eben vom Bildungssystem, eigentlich von der Familienpolitik ganz vorne angefangen, die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Und ich meine, ich weiß ja, hier sind alle der Meinung, es ist viel zu wenig und müsste schneller, besser, mehr. Aber schauen Sie sich doch Deutschland bitte, ich komme aus dem Münsterland.
Münsterland 2000 und 2013 an. Also was wir in den letzten 13 Jahren geschafft haben bei den Punkten, die Sie angesprochen haben, was Ganztagsangebote für Kinder angeht, was eine leichtere Rückkehr ins Erwerbsleben angeht und vieles andere mehr. Ich sage ja gar nicht, dass wir fertig sind, nicht wieder falsch verstehen. Ich sage ja gar nicht, dass wir fertig sind. Aber ich finde, dass in den letzten 10, 13 Jahren in Deutschland da schon eine Menge erreicht worden ist, eine ganz große Menge erreicht worden ist und wir auf dem aufbauend da auch noch weitere Schritte gehen sollten und ja auch wollen. Das sagt ja auch keiner, hier ist jetzt Ende an der Stelle. Und ich finde, das muss man schon mal zur Kenntnis nehmen, dass da ein Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, und ich würde sagen insgesamt auch bei allen Parteien akzeptiert, stattgefunden hat. Vielen Dank, Frau Inlenk-Häfer. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass wir in den letzten Jahren eine erhebliche Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen erreicht haben. Das Problem ist nur, zu welchen Bedingungen. Und da ist es ja, wo wir ansetzen. Und das sind die Bedingungen, die dann später auch die Rentenhöhe bestimmen. Aber nochmal, ich denke, wir müssen immer zweigleisig fahren. Das eine ist, da haben Sie natürlich vollständig recht, wir brauchen mehr Prävention. Und die kann nur im Arbeitsmarkt geschehen, im Bildungssystem und in den Köpfen der Menschen. Nicht? Das gehört ja, ich kann Frauen noch so gut ausbilden, wenn hinterher diese Diskriminierung weiterhin in den Köpfen besteht, dann wird die irgendwo an die gläserne Decke stoßen, wie wir es ja heute haben, und wird nicht weiterkommen oder wird in miese Arbeitsbedingungen abgedrängt werden. Also das muss sich in jedem Fall ändern. Aber das andere ist, wir haben eben zwei Generationen von Frauen, denen kann ich nicht sagen, nun macht mal eine bessere Bildung und Ausbildung und seht dann zu, dass ihr euch im Erwerbsleben durchsetzt und dass die Gesetze besser werden, sondern da muss ich sehen, die sind aufgrund einer bestimmten Gesetzgebung, einer bestimmten Praxis und bestimmter Vorurteile in dieser Lage. Und da können wir nicht sagen, habt ihr Pech gehabt, sondern da muss eben über die Rentenpolitik nachgebessert werden. Und da dürfen wir uns nichts in die Tasche lügen. Ich sage nicht, dass das nur die böse Zuschussrente oder die Lebensleistungsrente ist. Ich bin genauso kritisch gegenüber der Solidarrente der SPD und ich bin der Meinung, dass das alles Flickschusterei ist und dass es nichts an dem Hauptproblem ändert, das eben auch für die Zukunft der Rentenversicherung unverzichtbar ist. Wir tun ja gerade so, als ob es dabei nur um die Bekämpfung von Altersarmut geht, sondern bei der Rentenversicherung geht es doch darum, dass ein maßgeblicher Anteil des Lebensstandards auch im Alter gesichert ist. Ich sage maßgeblich, denn es wäre vermessen zu sagen, vollständig haben wir ja schon lange nicht mehr. Aber jedenfalls deutlich, deutlich über der Grundsicherung. Und das ist es, was wir eigentlich in den Vordergrund stellen müssen. Und das tun all die Systeme nicht. Wenn ich mir angucke, System der CDU, System der SPD, das will ich, das ist eine Fülle von Einzelaktionen. Wir setzen an bei der Altersarmut, dann kommt die Altersarmut bei Erwerbsminderung, dann kommt die Altersarmut bei Frauen mit den Kindern. Das geht ja schon beinahe außerhalb des Erfassens, was da alles an Einzelaktionismus betrieben wird. Das sind alles Flickenteppiche. Das Entscheidende ist, dass wir hier wieder zu der lohnbezogenen Altersrente kommen müssen, die sich an den Beiträgen orientiert und wo eben bestimmte Dinge, die nicht durch die Menschen selber verursacht sind, wie eben Familientätigkeit, Pflegetätigkeit oder eben Arbeitslosigkeit, Krankheit, entsprechend ausgeglichen werden müssen. Und da geht keiner ran. Da ein richtiges Konzept zu schaffen. Das ist meines Erachtens das Entscheidende. Wenn ich die Rente, die über Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert wird, und die hat sich ja jetzt gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrisen als das bei weitem stabilere System erwiesen, wenn wir diese zukunftsfähig machen wollen, müssen wir sie wieder vom Niveau erhöhen, und zwar für alle. Und können nicht sagen, es reicht uns aus, wenn wir da mal ein bisschen Altersarmut bekämpfen oder da mal ein bisschen was für Kindererziehung tun, sondern da müssen wir wieder das Rentensystem für die große Mehrzahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen intakt bringen.
Ich denke, wir werden in der nächsten Runde darüber reden, wer es bezahlt. Aber ich möchte noch Herrn Strengmann-Kuhn die Gelegenheit geben, was zu sagen. Unter der Voraussetzung, ich muss es jetzt doch noch mal loswerden, dass Rot-Grün ja doch dafür verantwortlich ist, dass das Ziel der Lebensstandardsicherung in der Rente aufgegeben worden ist. Das war die Rentenreform durch die ganzen verschiedenen Dämpfungsfaktoren, die da eingebaut worden sind. Und da müssten Sie sich ja vielleicht doch noch mal dazu verhalten, wie die Grünen sich das jetzt vorstellen. Ne? Gerne. Also ich werde vorher noch mal kurz was zu der Frage sagen, Prävention auf dem Arbeitsmarkt statt Rentenpolitik. Also jetzt mal auf den Punkt gebracht, das teile ich so nicht. Also ich teile alles, was Sie da an Forderungen aufgeschrieben haben, alles richtig, Abschaffung, Ehegattensplitting, Equal Pay zwischen Männern und Frauen etc., habe ich eben ja auch schon gesagt, Ausbau der Kinderbetreuung, aber da stimme ich dann ausnahmsweise mal dem Herrn Spahn zu. Das sind Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Und selbst wenn man es von heute auf morgen kriegen würde, wäre die Wirkung für die Rente sehr langfristig. Es gehen aber schon jetzt in ganz naher Zukunft zunehmend Leute in Rente, die von Altersarmut bedroht sind. Und da muss man auch was machen. Ganz definitiv und schnell. Deswegen ist sowas wie Garantierente, Solidarrente, Zuschuss Rente vom Grundgedanken durchaus richtig. Ich habe da von der Leyen immer durchaus für diesen Grundgedanken gelobt, weil das hat sie ein bisschen von der Garantierente abgekupfert. Aber der Grundgedanke zu sagen, wer lange eingezahlt hat, soll ein Minimum kriegen, ist sehr, sehr wichtig und richtig. So, zu der Frage, Sie haben ja noch nach dem Rentenniveau und ja? Da will ich mich nicht drum rumdrücken. Ich wollte nur sagen, dass man auch in der Rentenpolitik zwar schnell was machen muss, weil die Prävention ist wichtig und richtig, aber für die Zukunft, auch für die Bezahlbarkeit von solchen Konzepten wie Garantierente und Zuschussrente etc. So, nun zu den Rentenreformen unter Rot-Grün, die ich weitgehend richtig finde. Es fehlte dieser eine Bestandteil der Mindestsicherung im Alter, der ganz zentral ist, aber der Punkt Bezahlbarkeit der Renten ist ein wichtiger und richtiger. Also wir hatten vor 10, 15 Jahren ja die massive Debatte über die nicht nur über die Rentenbeitragspunkte, insgesamt über die Belastung der Menschen mit Sozialversicherungsbeiträgen. Die Diskussion ist jetzt etwas ruhiger geworden, unter anderem deswegen, weil die Entwicklung da konstanter geworden ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und zu sagen, die Rentenbeiträge sollen nicht ins Unermessliche steigen, 24, 26, 28 Prozent, das finde ich richtig. Ich finde das richtig, dass wir als Rot-Grün gesagt haben, und das war die Entscheidung. Die Entscheidung war, wir gucken, dass wir die Beitragssatzentwicklung stabil halten, weil es ist richtig, wer bezahlt das denn? Das sind paritätisch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber letztlich sind es die Arbeitnehmer, die auch die Arbeitgeberbeiträge mitfinanzieren, und das ist ohne Umverteilungswirkung, das ist sozusagen eine Flat Tax ohne Grundfreibetrag, das ist eine ungerechte Finanzierung, die Geringverdiener stärker belastet als Gutverdiener. Deswegen halte ich den Punkt für richtig. Das führt in the long run möglicherweise dazu, dass das Rentenniveau sinkt. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, da nachzubessern. Wir können die Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen erhöhen, Erwerbsbeteiligung von Älteren erhöhen. Da haben wir in Deutschland noch viel Luft nach oben, wenn man da einen Vergleich mit skandinavischen Ländern sieht. Und insgesamt Konzept Bürgerversicherung, was wir als Grüne auch haben, letzte Woche auf dem Parteitag nochmal stark gemacht, auch als langfristiges, präventiv wirkendes Konzept, wo wir aber auch schrittweise drangehen müssen. Auch das führt dazu, dass man es hinkriegen kann, bei stabilen Beitragssätzen ein einigermaßen angemessenes Rentenniveau hinzukriegen, dass man darüber hinaus dann zusätzliche Vorsorge braucht. Das ist nochmal ein weiteres Thema, was wir dann nachher vielleicht auch nochmal sprechen müssen. Aber die Rente mit stabilen Beitragssätzen zu haben, habe ich damals und richtig gefunden und finde es immer noch richtig. Ich würde hier gerne einen Break machen und wir gehen jetzt ins Publikum. Sie haben jetzt Gelegenheit an Ihren Tischen, Henning von Wagen übernimmt das, an Ihren Tischen, das, was Sie jetzt hier gehört haben, zu diskutieren und sich, Henning, am besten erklärst du es. Genau, das mache ich. Ja, wir möchten Sie einladen, miteinander erstmal im ersten Schritt zu diskutieren, weil wir wahrscheinlich nicht alle Fragen, die Sie haben, auf einmal beantworten können. Und von daher möchte ich Sie bitten, drehen Sie sich mal um. Wenn Sie alleine an einem Tisch sitzen, vielleicht setzen Sie sich an einen Tisch, wo noch andere sitzen.
besprechen mal kurz, Sie haben knapp 10 Minuten Zeit, was haben Sie da gehört, was war Ihnen wichtig an der Debatte und welche Fragen haben Sie jetzt eigentlich? Und weil wir heute Abend vor allen Dingen das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Vordergrund haben, wäre es dann uns wichtig, dass Sie sich zusammen vielleicht darauf einigen, auf eine Frage, die rund um die Frage geht, ja, was ist denn jetzt unter diesem Stichwort Geschlechtergerechtigkeit das Wichtigste und das drängendste Problem oder die drängendste Frage, die jetzt hier noch beantwortet werden soll auf dem Podium und wozu Sie gerne eine Antwort hätten. Auf dem Tisch liegt eine grüne Karte und ein Stift. Und das ist nur eine Karte. Und deswegen möchten wir Sie bitten, sich zusammen darauf zu einigen, welche die drängendste Frage ist. Das Problem ist, was also machen wir knapp jetzt 10 Minuten. Eigentlich? Ich komme rum, sammle die Zettel ein und dann werden wir das gemeinsam hier vortragen und versuchen, auf dem Podium dann noch zu diskutieren. Vielleicht.
gern die nächste Runde hier auf dem Podium starten. Es wurde ja hier dringend eingefordert, nicht nur die schönen Träume zu diskutieren, die wir in Bezug auf Rente haben und unsere Wünsche, sondern auch Möglichkeiten, wie die eine bedarfsorientierte Rente, die über, und das wäre sozusagen mein Wunsch, die doch wesentlich über einer Grundsicherung liegt, wie die finanziert werden könnte. Und ich würde mal diesmal bei Herrn Strengmann-Kuhn anfangen und dann gehen wir wieder so rum. Ja, da kann ich also anknüpfen an das, was ich eben schon gesagt habe. Also ich finde es richtig zu sagen, wir haben das Ziel Beitragsstabilität, aber das alleine kann es noch nicht sein, weil wenn man dann nichts macht, sinkt das Rentenniveau in der Tat ab und dass am Ende alle in einer Garantierente oder wie auch immer man so ein Ding dann bezeichnen kann, landen, das kann nicht das Ziel sein, sondern man braucht auch eine lebensstandardsichernde Rente. Unser Konzept dazu ist die Bürgerversicherung, nicht nur bei der Krankenversicherung, sondern auch bei der Rente, wo wir sagen, wir wollen dahin kommen, dass alle auf alle Einkommen einzahlen. Dadurch hat man eine breite Finanzierung der Rentenversicherung, mit der man eine nachhaltige Finanzierung hinkriegt und man kriegt eine Erhöhung des Rentenniveaus tatsächlich damit auch hin. Nun weiß ich, dass der Herr Spahn wahrscheinlich dann nachher sagt, dem stehen aber doch dann am Ende auch Leistungen gegenüber, das ist richtig. Aber erstens kommen die erst in 20, 30, 40 Jahren, da gibt es schöne Berechnungen, allein zu den Selbstständigen vom Sachverständigenrat dazu, dass der ausgerechnet hat, wenn man die Selbstständigen einbeziehen würde, die nicht abgesichert sind, dann hätte man bis 2070 einen Überschuss in der Rentenversicherung. Und bei den anderen Geschichten ist immer davon abhängig, was steigt schneller an Vermögenseinkommen, zum Beispiel steigt schneller als Arbeitseinkommen an. Und deswegen ist es auch langfristig eine bessere Finanzierung, wenn alle einzahlen auf alle Einkommen, ganz abgesehen davon, dass es auch solidarischer ist. Das ist unser Konzept zur Finanzierung. Das werden wir nicht von heute auf morgen hinkriegen, sondern nur schrittweise. Wie gesagt, mit den Selbstständigen anfangen. Die Minijobs muss man unbedingt wieder mit einbeziehen in die Rentenversicherung. Das war ja eben auch angesprochen worden, was ist unter Rot-Grün an Fehlern passiert. Das war definitiv ein Fehler, dass wir da gesagt haben, Minijobs sollen keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Insgesamt war die Förderung der Minijobs auch mal mindestens über das Ziel hinausgeschossen. Meine persönliche Position ist, dass die Minijobs wieder abgeschafft gehören. Aber da haben wir im Moment eine Diskussion, wie wir die verändern. Klar ist, auch bei geringem Einkommen muss man Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Das wären, und wir sagen, die Beiträge für Arbeitslose müssen wir wieder einführen, die unter Schwarz-Gelb abgeschafft und unter der Großen Koalition halbiert worden sind. Da müssen wir was hinkriegen. Rückwirkend ist, glaube ich, schwierig, weil da, glaube ich, ist das tatsächlich schwierig zu finanzieren. Bei der Garantierente ist das so zur Finanzierung. Ich habe gesagt, es fängt jetzt demnächst schon an, dass Leute mit höherem Armutsrisiko in die Rente gehen. Da würden wir sagen, wenn wir dann 2013 in die Regierung kommen und mit der SPD da zusammen ein Konzept hinkriegen, könnte man sagen, ab 2015 diejenigen, die dann in Rente gehen, würden so eine Garantierente kosten. Das würde am Anfang Größenordnung 250 Millionen Euro kosten. Das wächst dann entsprechend an, aber langfristig wirken dann ja auch die präventiven Maßnahmen, die wir eben angesprochen haben, sodass wir sagen können, das ist auf jeden Fall auch langfristig finanzierbar, dass wir dann so ein Minimum tatsächlich für die schaffen, die länger eingezahlt haben. Und wenn man das dann wieder zusammendenkt mit der Bürgerversicherung, dass wir sagen, langfristig sollen alle dauerhaft einzahlen in die Rentenversicherung, dann hat man auch dauerhaft für alle eine Absicherung auf diesem Mindestabsicherungsniveau, ähnlich wie das in der Schweiz und anderen Ländern sehr gut funktioniert. Auch die Politiker definitiv. Das ist auch was, wo jetzt demnächst wahrscheinlich eine Diskussion läuft. Da gibt es eine Kommission, die arbeitet daran. Ich weiß gar nicht, wie weit die im Moment sind. Aber die Position ist, dass auch Politiker und Politikerinnen in die gesetzliche Rente einzahlen müssen, schon aus Gerechtigkeitsgründen. Und Herr Strengmann-Kuhn, wenn die Probleme der Bürgerversicherung dann auftauchen, muss sich die übernächste Politikergeneration darum kümmern. Ja, das ist schon wesentlich mehr als die übernächste. Das ist schon fast das nächste Jahrhundert.
Okay, Frau Rasen hat mir vorhin gesagt, als Wissenschaftlerin müsste sie keine Finanzierungs... Das ist ja nett, dass Sie das jetzt hier so ausbreiten. Naja, zumindest habe ich kein eigenes Rentenmodell, okay, was jetzt erfordern würde, dass ich jetzt sofort mehr über die Finanzierung meines Rentenmodells Gedanken mache. Ich denke auch, dass wir diverse Erwerbspotenziale noch nicht richtig genutzt haben und die ja dann auch eben die Basis der Rentenversicherung verbreitern können. Dazu gehören natürlich primär Frauen, aber ich bin auch ganz bei Ihnen, was die Selbstständigen anbetrifft. Da haben wir in unseren Untersuchungen jetzt auch gefunden, dass sich natürlich auch das Wesen der Selbstständigkeit wesentlich verändert, dass halt viel mehr Personen temporär in Selbstständigkeit sind, dann wieder aus der Selbstständigkeit rausgehen, gesetzlich rentenversichert sind, dadurch halt auch sehr große Versorgungslücken entstehen und von daher würde ich da auch für plädieren, dass man die Basis der Beitragszahler definitiv die Potenziale nutzt und den Kreis erweitert. Vielen Dank. Frau Engelin-Käfer hat ja schon viel gesagt dazu, aber vielleicht noch mal. Ja, noch eins, eine Zahl, die eigentlich ganz gut abgesichert ist bezüglich der besseren Nutzung der Erwerbspersonenpotenziale. Wir könnten auf diese Art und Weise etwa 3,5 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte mobilisieren bis zum Jahr 2030. Und da kann man sich ja ausrechnen, was da an Beiträgen zusätzlich hereinkommen könnte. Ansonsten bin ich auch in Richtung aber eher erwerbstätigen Versicherung, weil ich die Parität nicht in Frage stellen möchte, der Finanzierung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Bei Bürgerversicherung, wenn es also um die weiteren Einkunftsarten geht, muss man sich genau angucken, wer dann belastet ist und wer die Kosten trägt. Aber in jedem Fall müssten für mich mit einbezogen werden in die Solidarität die Selbstständigen, die Politiker, aber auch die Beamten auf längere Sicht. Die würde ich nicht außen vor lassen. Und natürlich auch die oberen, die höheren Einkommen. Da muss man sich nur überlegen, wie das machbar ist. Eines möchte ich auch nicht in Frage stellen. Das ist die Sicherung der Rentenversicherung. Ansprüche über das Grundgesetz, über den Eigentumsvorbehalt des Grundgesetzes. Der ist natürlich verbunden mit der eigenen Beitragszahlung. Und das würde ich nicht in Frage stellen. Also da muss man sehen, wo die Grenzen zu setzen sind. Aber was ganz anderes: Sie könnten diese sogenannten Dämpfungsfaktoren wieder rausnehmen. Ich bin ganz klar für die Rückkehr zur dynamischen lohnbezogenen Rente, wie sie vor 2001 bestand, also schon mit den sogenannten Reformen, also den Verringerungen der Belastungen aus der großen Rentenreform 89, 92 in Gang gesetzt. Aber ich bin gegen diese willkürliche Manipulation des Rentenfaktor, der Rentenberechnung durch den Riester-Faktor, wo so getan wird, als ob alle diese private Alterssicherung hätten, bis zu 4% vom Brutto. Und das ist die schlimmste Verschlechterung des Rentenniveaus, die wir bisher je gehabt haben. Und die muss korrigiert werden. Und wenn Sie jetzt kommen oder wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das ist aber nicht bezahlbar, dann ist das falsch. Denn das, was da an Reduzierung der Beiträge erfolgt, kommt nur der Arbeitgeberseite zugute. Die können die Deckelung der Beiträge auf 20% bis 2020 und 22% bis 2030 für sich voll in Anspruch nehmen. Der Arbeitnehmer ist der Gelackmeierte. Der muss nämlich zumindest nach dem Konzept auf seine 10% oder 11% nochmal 4% draufrechnen. Der ist also belastet mit 14% beziehungsweise 15%. Und da soll mir mal jemand erzählen, die lohnbezogene dynamische Rente wäre nicht finanzierbar. Bis 2030 würde die etwa 26% kosten. Das heißt, der Arbeitnehmer wäre dann mit 13% belastet, also weniger, als er heute belastet ist. Von daher gesehen ist die Finanzierung für mich möglich und es ist kein Argument, dies zu verhindern. Aber Frau Engelin-Käfer, das war eine Geschichte, wofür die SPD zuständig war, federführend. Ich möchte nur daran erinnern. Ich erhalte mir meine Freiheit, die Sache so zu beurteilen, wie ich es verantworten kann, und zwar für die betroffenen Menschen. Meines Wissens laufen die Dämpfungsfaktoren, glaube ich, auch aus in der nächsten Zeit, nächstes Jahr. Aber das Niveau ist runter. Jetzt kommt Herr Spahn, für den das Pier bestimmt alles blauer Dunst ist, nehme ich an.
Blaue. Also zum Ersten nochmal grundsätzlich zu den Rentenreformen der letzten Jahre. Ich bleibe dabei, die waren hervorragend. Ich finde es auch gut, dass die in einem breiten Konsens, sagt ja keiner, was an verschiedenen Stellen man korrigieren muss, aber im Grundsatz hervorragend. Ich sage nochmal, es beneiden uns nahezu alle anderen europäischen Länder darum, dass wir das aus eigener Kraft und eigener Einsicht am Ende, wenn auch schmerzhaft, geschafft haben und es nicht von außen, wie jetzt in anderen Ländern erzwungen wird oder wie in Frankreich die großen Probleme sind, da schon mit den Eisenbahnern von 52 auf 53 Jahre oder so Renteneintritt, denn dann zu kommen. Ich will auch noch mal was dazu sagen, was die Beitragsentwicklung zum einen angeht. Ich will Ihnen nur sagen, 26% in 2030 sind über 70 Milliarden Euro mehr Beitragszahlung als heute. Das muss irgendjemand bezahlen. Da kann man sagen, ist mir egal, dass die Beitragszahler von 2030 dann 70 Milliarden Euro mehr zahlen müssen. Mir jedenfalls ist es nicht egal, weil ich finde, auch die haben noch einen Anspruch darauf, dass ein bisschen was von dem, was sie erarbeiten, auch bei ihnen bleibt und nicht nur in die Rentenversicherung, in die Krankenversicherung, die gibt es übrigens auch noch, in die Pflegeversicherung, in die Arbeitslosenversicherung und zu dem Finanzamt geht, sondern ein bisschen was von dem, was man erarbeitet, auch noch bei einem selbst, denn dann bleiben kann. Und deswegen halte ich einen solchen Beitragssatz nicht für den richtigen. Das bringt mich auch nochmal zum Rentenniveau. Es wird ja immer über die 43% in 2030 gesprochen. Der jetzige Rentenbericht sagt schon, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so bleibt und wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, mehr Menschen in die Erwerbstätigkeit zu bringen, was ja offensichtlich gemeinsames Ziel ist, vor allem auch bei den Älteren wie bei Frauen, dann ist es eher mindestens bei 46% schon nach der heutigen Prognose. Und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, kann es auch noch besser sein. Das Beste übrigens, wenn wir es nur schafften, das muss doch irgendwie zu schaffen sein, um wenige Monate den tatsächlichen Renteneintritt in Deutschland nach hinten zu schieben. Schon nur wenige Monate machen hunderte Millionen Euro in der Rentenversicherung aus. Und da reden wir über betriebliche Gesundheitsförderung, da reden wir über die Frage, wie können wir Menschen länger im Erwerbsleben halten. Auch da ändert sich gerade ganz viel. Wir diskutieren Rente mit 67 immer aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Ich erlebe heute im Münsterland, dass die Unternehmen gar nicht mehr genug Azubis finden, weil die vor 16 Jahren gar nicht geboren wurden. Vor 5 Jahren hatten wir noch zu viele junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchten. Die brauchen die Älteren in Zukunft. Also mal ein bisschen auch in die Zukunft denken, dass Arbeitsmarkt da anders aussieht als heute, finde ich zum Ersten ganz wichtig. Das Zweite, wir bleiben dabei, stehen auch zu dem, was beschlossen wurde. Private und betriebliche Altersvorsorge ist eine wichtige Ergänzung für den Erhaltung des Lebensstandards. Deswegen wird sie auch staatlich gefördert und unterstützt. Man kann immer darüber nachdenken, wie man es besser macht, wie man es transparenter macht, wie man meinetwegen auch betriebliche Altersvorsorge anreizt. Aber dieser Teil als Ergänzung, ich bin ja kein Fetischist der Kapitaldeckung, sondern der Ergänzung des Umlagesystems gehört mit dazu. Und wenn es hier heißt, in der Krise hat sich das Umlagesystem bewährt. Also ich habe in der Krankenversicherung erlebt, wie in der Krise innerhalb von Monaten die Einnahmen so zusammengebrochen sind, dass wir sie durch Steuergelder aufpeppen mussten. In der Rentenversicherung war es nicht viel anders. Natürlich sind auch die Umlagesysteme krisenanfällig, sobald Arbeitslosigkeit steigt. Auch die sind ja nicht davon unbetroffen. Sie werden nur immer dann relativ schnell gepäppelt aus den Steuersystemen. Aber man sollte es nicht immer so tun, als hätten die da nichts mit zu tun. Also betriebliche private Altersvorsorge gehört dazu und wir werben im Moment als Jüngere sehr dafür, sie auch in der Grundsicherung bis zu einer bestimmten Summe anrechnungsfrei zu stellen, damit es sich auch gelohnt hat für denjenigen, der das tut. Und zum Dritten, was die Frage angeht, Altersarmut, bleibe ich dabei, auch wenn ich mich unbeliebt mache. Grundsicherung ist übrigens Hartz IV auch, mache ich mir jetzt auch unbeliebt, aber Hartz IV ist aktive Armutsbekämpfung, Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung, wo wir eben Menschen, die aus welchen Lebenssituationen auch immer heraus das Nötige zum Leben nicht haben, eine entsprechende Unterstützung denn dann geben und auch in Zukunft geben werden. Ob man jetzt hier, da war ja auch in der Union durchaus umstritten, noch eine zusätzliche Garantie, Zuschuss, Lebensleistungs, was auch immer, Rente einführt oder nicht, da bleibe ich dabei, die muss an Konditionen gebunden sein. Wenn man zusätzlich zu dieser Sozialleistung Grundsicherung was macht, muss sie an bestimmten Konditionen gebunden sein, etwa die Frage, wie lange man erwerbstätig war und anderes mehr. Und dann finde ich, kann man da im Kompromiss sicherlich eine gute Lösung zusammenfinden. Ich bin jetzt etwas ausführlicher geworden, aber es wurden viele Dinge angesprochen. Ich eins letztes noch zur Bürgerversicherung, weil das kommt ja immer. Ich weiß, aber ich bin hier immer der Einzige, der es etwas anders sieht. Entschuldigen Sie. Zur Bürgerversicherung. Wenn Sie Beamte einbeziehen, höre ich ja in der Krankenversicherung auch immer, die kosten auch andersrum Geld. Die zahlen doch nicht nur Beitrag. Also ich sage Ihnen nur, der Krankenstand bei Beamten ist höher.
Ist in der Statistik nachgewiesen, ist eine Aussage, die ist belegt. Das heißt doch, da kommen nicht nur Beitragszahler rein, sondern da bin ich sofort dabei, bei vielen Bereichen bin ich ganz schnell dabei. Die erhalten auch entsprechende Leistung. Deswegen immer so zu tun, alle einbeziehen, dann ist auch Politiker, ich meine, aus Gerechtigkeitsgründen ist ja alles geschenkt, aber es rettet doch das Rentensystem nicht, ob sie jetzt 600 Bundestagsabgeordnete einbeziehen oder nicht. Das ist eine Symbolfrage, können wir auch schnell drüber reden, aber es rettet das Rentensystem in seiner finanziellen Stabilität jedenfalls nicht. Und wenn Sie jetzt auch noch verbeitragen, Kapitaleinkünfte, ich habe in Luxemburg gearbeitet. Herr Spahn, Sie wollen pünktlich gehen und wir wollen das Publikum aber noch einbeziehen. Ist mein letzter Satz. Aber ich habe eine Zeit lang, ich bin nämlich eigentlich Bankkaufmann, in Luxemburg, auch in der Bank während meiner Ausbildungszeit gearbeitet. Wenn Sie verbeitragen, Kapitaleinkünfte, und dann auch noch darauf Krankenversicherungsbeiträge nehmen, was Sie ja auch wollen, sind da schon kumuliert 35% plus Steuer. Da können Sie sich beschweren, das können Sie Mist finden oder nicht. Es wird alles aus Deutschland rausfließen. Ganz legal, ist nämlich gar kein Problem. Also das kann man machen. Aber ich finde, man muss den Menschen auch mal ehrlich sagen, dass das Geld und Kapital dann woanders hinfließt. Und ganz ohne werden wir auch nicht können. So, jetzt kommen wir zu den Publikumsfragen, die Henning von Bargen uns vorträgt. Ja, ich habe versucht, die Fragen mal ein bisschen zu bündeln. Es gibt hier ein paar Themen, die vielleicht noch nicht so Gegenstand jetzt auf dem Podium waren. Der eine Fragenkreis bezieht sich auf das Thema Neubewertung von Arbeit, von Tätigkeiten. Also da ist zum Beispiel die Frage im Raum, wie könnte die unbezahlte Arbeit angemessen in die Rentenberechnung einbezogen werden? Ist hier und da schon mal angesprochen worden, also da nochmal Bewertung, Care-Arbeit war das Stichwort. Aber auch in diesem Zusammenhang vielleicht die Frage danach, geht es nicht mehr darum, auch um Umverteilung von Zeit, also Familienarbeit einerseits, Erwerbsarbeit andererseits, muss man da nicht für einen anderen Ausgleich noch sorgen? Das ist also das Thema Bewertung von Arbeit. Dann haben wir hier Fragen, die beziehen sich darauf, vielleicht auch nochmal anders zu denken, also wegzukommen von dem Rentensystem, das wir im Moment diskutieren. Also so eine Frage, wie bekommen wir auch in der Rente eine eigenständige individuelle Absicherung hin? Also wie kann man sich von diesen abgeleiteten Systemen entfernen? Das betrifft ja vor allen Dingen Frauen heute. In Ehen. Dann aber auch die Frage, warum sollen Renten überhaupt über die Erwerbsarbeit gesichert werden und kann man sie nicht komplett abkoppeln von Erwerbsarbeit, also Stichwort steuerfinanzierte Rente. Oder die Idee, die auch dazu gehört, was ist eigentlich mit einer Mindestrente für alle, die eben weitere Differenzierung, also Aufstockung nicht so extrem abkoppelt vom Lohn, vom Gehalt, von der Pension wie jetzt, also etwas einfacher das System gestaltet. Das ist also dieses Andersdenken. Dann haben wir noch, das bezog sich so ein bisschen auch auf den Vortrag von Frau Rasner. Auf der einen Seite gibt es das gesetzliche Rentensystem, eben das zwischen erwerbsbasierter Vollbeschäftigung einerseits, also darauf setzt, und auf der anderen Seite die aktuelle Arbeitsmarktpolitik, die ja mit Niedriglohn, Befristung, Minijobs dem entgegensteht. Wie kriegt man das eigentlich zusammen? Da ist ja einiges zu gesagt worden, aber auch dazu gehörte die Frage, naja, wo sind denn die vielen Stellen dafür, um tatsächlich da Prävention an der Stelle machen zu können? Wo sehen Sie die? Ja, und dazu gehört vielleicht auch noch die Frage, naja, muss man nicht Ausstiegsmöglichkeiten abschaffen? Also die Minijobs und alle Erwerbseinkommen in die Rentenversicherung hineinholen. So, und als letztes eine Frage, die sich nicht so zuordnen ließ, ist eher so die Frage, wie erklären, also zum Stichwort Generationengerechtigkeit, wie erklären Sie jungen Menschen, dass sie zwei Renten bezahlen müssen? Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen sollen. Sie haben hier alle fleißig mitgeschrieben. Wollen wir das einmal durchgehen? In Ordnung? Dann fangen Sie an, Herr Spahn. Also ich finde, die ersten beiden Punkte passen schon relativ gut zusammen. Nämlich die Frage, eben, wie kann ich auch andere Formen von
Arbeitstätigkeit berücksichtigen, brauchen wir nicht ein anderes Rentensystem. Wir haben natürlich historisch gewachsen, Bismarck und so weiter und so fort, ein sehr auf Arbeit, auf Lohn fixiertes soziales Sicherungssystem. Das hebt uns ja auch durchaus von vielen anderen europäischen Ländern ab, auch im Gesundheitswesen und woanders. Wenn man am grünen Tisch säße, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, also ich wäre dann ein Anhänger einer steuerfinanzierten Grundsicherung. Und jeder, der mehr will, sozusagen, muss dann irgendwie betrieblich, privat oder sonst wie vorsorgen, können sich alle darauf verlassen und dann werden ja andere Dinge, andere Tätigkeiten sozusagen automatisch auch ein Stück weit impliziert. Wir sitzen aber nicht am grünen Tisch, sondern wenn, dann können wir eben nur in kleinen Schritten evolutionär die Dinge in eine solche Richtung weiterentwickeln. Also auch Brüche, Sie haben ja vorhin gesagt, auch Selbstständigkeit, wir diskutieren ja gerade Selbstständige auch zumindest zu verpflichten, sich zu versichern, so rum oder so rum, weil sie nachher sonst ein Sozialfall werden und anderes mehr, auch besser berücksichtigen. Jetzt habe ich den einen dritten, ach, die Frage, wo sind die Stellen? Und was ist mit den Reformen, Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre? Erstens mal trete ich entschieden dem entgegen, dass immer gesagt wird, es entstehen nur Minijobs, Niedriglohnjobs und befristete Jobs. Der größte Teil der neuen Jobs sind Vollzeitjobs, unbefristet. Ihr im Münsterland. Erstens mal schaue ich mir Statistik an. Deutsche Statistik. Da können Sie das nachvollziehen. Da sehen Sie übrigens auch, dass der Anteil der über 60-Jährigen im Job gestiegen ist, sich mehr als verdoppelt hat in den letzten 10 Jahren, ist bei weitem noch nicht genug, aber wir sind auf einem Weg. Zum Zweiten, wo lebt der? Ja, im Münsterland. Wir haben 2% Arbeitslosigkeit, wir haben offene Stellen. Ja. Ja, mag ja sein, aber es gibt auch ein paar andere Regionen in Deutschland, wo es offene Stellen gibt und das wird sich noch eher erweitern, dieser Fachkräftemangel. Und im Übrigen sind es vor allem Frauen, die diese Stellen im Moment finden, weil die sind besser qualifiziert. Auch da ändert sich ja gerade was. Die sind besser im Abitur. Wenn ich drüber rede, wer studiert eigentlich Numerus Clausus Fächer, sind das zu 70% Frauen. Und das wird sich natürlich irgendwann, wenn ich jetzt ein Krankenhaus besuche, habe ich immer Chefärzte vor mir stehen. Den sage ich immer, Jungs, in 10 Jahren sieht das hier deutlich anders aus, weil gar nicht mehr Männer nachkommen. Also auch da verändert sich Schritt für Schritt aus dem Bildungswesen heraus natürlich auch die Zusammensetzung und Erwerbsbiografien. Jedenfalls will ich damit ja nur sagen, es gibt auch noch ein paar unbefristete neue Vollzeitstellen in diesem Land. Die werden immer so weggeschoben bei all diesen Statistiken, sondern nur immer auf die anderen denn dann geschaut. Und im Bereich Niedriglohn, ich will auch nur mal sagen, wir haben mittlerweile für Millionen Menschen in Deutschland Mindestlöhne. Das wird ja immer ein bisschen auch ignoriert. Wir haben in der Pflege einen Mindestlohn, wir haben bei den Gebäudereinigern einen Mindestlohn im Bauhauptgewerbe, wir haben in einigen Bundesländern in der Gastronomie einen Mindestlohn, wir haben im Wach- und Sicherheitsgewerbe einen Mindestlohn, wir haben bei der Post einen Mindestlohn. Also es sind mittlerweile Millionen Menschen in Deutschland, die mit Mindestlöhnen arbeiten. Es wird immer so getan, als gäbe es das nicht. Aufstocker Hartz IV sind zum allergrößten Teil nicht Vollzeitbeschäftigte und Menschen, die Angehörige haben. Um eine Familie zu ernähren, bräuchten sie einen Mindestlohn von wahrscheinlich 12, 13, 14 Euro. Da kommen Sie auch mit 8, 9 oder 10 Euro Mindestlohn nicht hin. Ich will mit all diesen Beispielen nur deutlich machen, diese Schwarz-Weiß-Debatten, die wir immer an diesen Stellen führen, meinetwegen auch mit vielen Emotionen, treffen leider meistens nicht immer ganz die Realität. Auch bei den Minijobs nicht, bitte ich einfach mal zu differenzieren. Da gibt es solche und solche. Und ganz abschließend, wie erklären Sie jungen Menschen, dass sie 2 Renten zahlen müssen? Das ist ja vor allem, ich muss als Jüngerer, oder als auch 40-Jähriger, das ist diese Sandwich-Generation im Moment in dem Wechsel, Umstellung zur privaten, stärkeren privaten Vorsorge. Es ist nach dem Krieg einer älteren Generation sozusagen Rente gezahlt worden, ohne dass das irgendwo herkam, sondern es kam direkt, ging ja auch nicht anders, um zu starten sozusagen, sondern es kam direkt von denen, die damals gearbeitet haben. Sondern wenn Sie das ein Stück weit ändern müssen, weil wir weniger und älter werden, dann wird es irgendwann eine Generation geben, die ein Stück weit in dieser Sandwich-Position ist, eben einmal sozusagen die älteren Ansprüche noch zu bezahlen und gleichzeitig stärker für sich selbst privat vorzusorgen. Und das ist genau jetzt im Moment die mittelaltere Generation, die das besonders stark betrifft. Das ist die traurige mathematische Wahrheit. Man kann übrigens auf Dauer nicht besonders gut gegen Mathematik Politik machen. Das hat Gerhard Schröder erlebt. Die haben 98 versprochen, das alles wieder abzuschaffen, was Blüm gemacht hat. Und 2003 war es, glaube ich, im März, stand er im Deutschen Bundestag und hat gesagt, wir haben uns geirrt. Gegen Mathematik ist es schwer, auf Dauer Politik zu machen. Vielen Dank, Frau Engelin-Käfer. Ja, ich will mit dem Letzten anfangen. Diese Zwangsläufigkeit der Mathematik sehe ich so nicht. Ich würde mich nicht
weder in der Lage noch überhaupt sehen, noch bereit dazu sein, den jungen Leuten zu sagen, es gibt keine Alternative dazu, ihr müsst alle zwei Renten bezahlen. Das ist eine willkürliche Entscheidung der Politik und die kann man genauso gut wieder zurückholen. Und ich habe mich ja eben schon ganz klar dazu ausgesprochen. Ich bin der Auffassung, wir müssen die gesetzliche Altersrente in einen Stand versetzen, dass sie auch weiterhin oder wieder, nicht weiterhin, wieder den maßgeblichen Teil des Lebensstandards absichern kann, sodass derjenige, der dann eine zusätzliche private Altersvorsorge machen will, das tun kann, aber nicht mehr gezwungen ist, um überhaupt im Alter ohne Grundsicherung überleben zu können, also ohne den Gang zum Sozialamt überleben zu können. Das ist dieser falsche Paradigmenwechsel, der 2001/08 eingeleitet worden ist und der muss meines Erachtens rückgängig gemacht werden. Und dann kann jeder junge Mensch entscheiden, was er will. Diese Zwangsläufigkeit, die würde ich in jedem Fall wieder beseitigen. Zweitens die Frage der Minijobs. Ich kann niemandem vorschreiben, wie viele Stunden er arbeiten will. Das ist seine persönliche Sache. Aber der Gesetzgeber ist in der Verantwortung, das, was er selber veranstaltet hat, nämlich diesen Anreiz für beide Seiten, ich spreche für beide Seiten, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, zu dieser Explosion der Minijobs wieder zu beseitigen. Denn natürlich sind Arbeitnehmer, wenn sie nicht tief nachdenken, wie es weitergeht, interessiert, brutto vom Netto. Ist doch eine reizvolle Sache. Und Arbeitgeber sind angereizt, ihre Jobs, soweit sie das können, aufzuteilen. Und es können Sie können es immer mehr. Das sind die Küchen, die Kellnertätigkeiten, die Einzelhandelstätigkeiten. Ich gehe gar nicht in die privaten Haushalte. Ich bleibe im gewerblichen Bereich und diese Anreize müssen beseitigt werden und das kann nur der Gesetzgeber. Und dann ist es jedem frei, so viele Stunden zu arbeiten, wie er will und es muss dafür der Mindestlohn gelten. Heute ist es ja abenteuerlich. Es gibt ja noch nicht einmal eine Höchststundenzahl bei den Minijobs. Das ist alles beseitigt worden und damit ist der Anreiz natürlich weiterhin nach oben katapultiert worden. Und jetzt wird auch noch die Grenze heraufgesetzt auf 450 Euro. Dann wird so eine weiße Salbe eingeführt, dass jetzt alle rentenversicherungspflichtig sind, aber trotzdem eine Opt-out-Position haben. Ich bin mal gespannt, wer alles das Opt-out wählt. Ich bin ziemlich sicher, dass es sehr viele sein würden und die werden dann hinterher wieder ohne Rentenversicherung da sitzen. Also wie gesagt, die Arbeitsverhältnisse alle sozialversicherungspflichtig, sodass jeder entscheiden kann, wie viele Stunden er arbeitet, mit Mindestlohn versehen, wenn nicht sonstiger Tariflohn oder eben anständiger ortsüblicher Lohn der Fall ist. Und was ich mir noch vorstellen könnte, wäre wie bei der Steuer eine Bagatellgrenze für Freibeträge. Es administrativ und bürokratisch ist es wahrscheinlich nicht zu vertreten für einen 40-Euro-Studentenjob oder was weiß ich, Brief austragen oder Zeitung austragen, nicht Brief aus Zeitung austragen, den ganzen Apparat der Sozialversicherungsbeiträge in Gang zu setzen. Warum machen wir nicht eine untere Freibetragsgrenze, so wie das auch bei der Steuer ist, wobei man sich unterhalten müsste, wie hoch die ist, was dann das Ergebnis ist. Aber zu sagen, das ist nicht finanzierbar, stimmt auch nicht, denn wir haben Milliardenbeträge, die heute entfallen, weil wir diese Minijobs haben, die derartig stark sich ausgeweitet haben, sodass man das gegenrechnen müsste und sehen müsste, was verkraftbar ist. Das würde ich für ein vernünftiges Konzept halten. Und drittens mit den Arbeitsstellen, also ich lese das ja auch immer wieder, das Paradies sei ausgebrochen für die Älteren, die über 55-Jährigen, die über 60-Jährigen, die Arbeitgeber warten nur drauf, dass diese Leute arbeiten wollen. Das stimmt nicht. Viele Menschen gehen aus Hartz IV in die Rente, und müssen aus Hartz IV in die Rente gehen oder aus Erwerbsminderungsrente in die Armutsrente gehen. Und die Erwerbsbeteiligung der rentennahen Jahrgänge über 63 ist weiterhin 20% etwa. Im Osten noch weiter. Ja, ich bezweifle das aber nicht. Aber nicht für die rentennahen Jahrgänge. Das ist für die über 55-Jährigen gestiegen. Aber gucken Sie sich mal die 63-Jährigen und Älteren an. Und Sie wollen ja die 65-Jährigen weiterhin im Erwerbsminderungsrente
Erwerbsleben halten. Gucken Sie sich, über 1 Million von diesen Menschen sind Minijobber und Minijobberinnen. Und die haben die niedrigsten Tätigkeiten mit den schlechtesten Löhnen, die sie sich überhaupt vorstellen können. Ob das alles frei gewählt ist, da bin ich wirklich in großem Zweifel. Und bringen Sie erstmal den Arbeitsmarkt in Ordnung. Dann sehe ich das auch anders. Aber solange der Arbeitsmarkt nicht in Ordnung ist, nur mit Versprechen und schönen medialen Darstellungen, hat noch kein Älterer eine vernünftige Lebensperspektive. Das darf man nicht vergessen. Und die Heraufsetzung der Altersgrenze heißt ein weiteres Rentenkürzungsprogramm bei sehr niedrigen Renten. Und schließlich und letztlich Neubewertung der Arbeit. Ich denke, da muss man sicherlich drüber nachdenken, aber da wäre ich völlig überfordert, jetzt zu sagen, ich hätte ein Konzept. Ich habe nur mein Problem mit der steuerfinanzierten Grundrente, nicht weil wir ein anderes System haben, sondern ich habe das ja eben schon deutlich gemacht, weil ich Angst habe, dass jedweder Finanzminister, egal welcher parteipolitischen Couleur, hier immer nach unten, immer in Gefahr ist, nach unten zu manipulieren, wenn das Geld nicht reicht. Und das möchte ich nicht. Und ich möchte die Grenze weiterhin haben, den Grundgesetzschutz von beitragsfinanzierten Systemen. Da möchte ich nicht von weg. Aus diesem Grund, vor allem aus diesem Grund. Das sind meine ganz kurz dargestellten Positionen. Vielen Dank. Vielleicht könnten Sie beide noch mal auf diesen Punkt, der jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, mit der Neubewertung von Arbeit noch mal ein bisschen eingehen. Herr Strengmann-Kuhn, fangen Sie an. Ja, ich würde mich auch gerne auf die Fragen konzentrieren, die da gekommen sind. Ich fange da auch mal hinten an mit diesen zwei Renten. Da geht es ja vor allem, also da ist Riester-Rente mit gemeint, also kapitalgedeckte Vorsorge für einen selbst, gleichzeitig umlagefinanziert, die jetzigen Alten finanzieren. Das war eine Debatte, die hatten wir vor 15 Jahren mal sehr intensiv. Gott sei Dank gibt es mittlerweile niemanden mehr. Weder im politischen Bereich kenne ich niemanden, aber auch im wissenschaftlichen Bereich, der die vollständige Umstellung der umlagefinanzierte Rente auf die kapitalgedeckte Rente will. Das war, wie gesagt, vor 15 bis 20 Jahren und auch vor 10 Jahren noch anders. Da wäre das komplett so gewesen, dass man doppelt Renten finanziert. Das ist bei Riester ein Stück weit anders. Da finde ich, dass es ganz wichtig ist zu betonen, die umlagefinanzierte Säule muss mit Abstand die größte und stabilste Säule der Rentenversicherung sein, muss noch stabilisiert werden durch Bürgerversicherung, andere Maßnahmen. Darüber hinaus einen kleineren Teil kapitalgedeckt als Zusatzversorgung zu haben, finde ich jetzt von der Finanzierungsseite nicht so problematisch. Das kriegen die jungen Leute auch hin oder auch Leute im mittleren Alter, die das machen müssen. Ich glaube, da ist die Belastung nicht sehr groß. Und so ein bisschen Risikomix an der Stelle zu haben, macht meines Erachtens Sinn. Nichtsdestotrotz müssen wir die Riester-Renten, glaube ich, nochmal komplett neu denken. Sie und ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, die Berichterstattung, die es da in den letzten Monaten zur Riester-Rente gab, die Schwäche bei den Renditen, wie viel Geld da im System versickert, hohe Verwaltungskosten, viel Geld bei Provisionen etc., sehr intransparentes System. Da müssen wir, glaube ich, nochmal dran gehen. Es gibt da einen sehr interessanten Vorschlag, der aus Baden-Württemberg kommt, und zwar da von der Rentenversicherung und jetzt auch vom Verbraucherschutzministerium, was grün geführt ist, der Regierung. Das nennt sich Basisprodukt für die Riester-Rente. Da geht es um staatlich organisiertes Standardprodukt quasi für die Kapitaldeckung, was jetzt nicht die Riester-Rente ersetzt, sondern ergänzt als zusätzliche Möglichkeit und dadurch nach dem Motto Konkurrenz belebt das Geschäft, guckt, dass es bessere kapitalgedeckte Produkte gibt als die, die es jetzt gibt. Das hat sich in Ländern wie Schweden zum Beispiel sehr bewährt, wo es sowas wie eine staatlich organisierte private Rente gibt, die Leute nehmen können, die den anderen Produkten nicht trauen oder sich auf dem Finanzmarkt nicht so auskennen. Die können dieses Produkt nehmen. Da weiß man, dass es einigermaßen kostengünstig mit relativ wenig Verwaltungskosten. Da versagt das nicht in Provision, weil es staatlich organisiert ist. Und diejenigen, die sagen, es gibt aber was Besseres, oder diejenigen, die auch sagen, nein, ich will gar nicht privat vorsorgen, sondern ich will mein Geld lieber in die Ausbildung meiner Kinder investieren oder mir ein Haus kaufen oder sonst was, die können da auch rausgehen. Aber es soll erstmal ein Angebot geben, ein einfaches, mit dem die Menschen dann auch eher
dann in die Kapitaldeckung gehen, aber in der Art und Weise, bei der das Geld dann auch bei den Menschen ankommt und nicht in dem Versicherungssystem versackt. So viel zu den zwei Renten. Bewertung von Arbeit, eigenständige Absicherung war auch noch die Frage. Bewertung von Arbeit, habe ich ja schon einiges zu gesagt, jetzt innerhalb der Rente. Da ist halt die Bürgerversicherung auch ein wichtiger Punkt, was es von der erwerbstätigen Versicherung unterscheidet, weil bei der Bürgerversicherung sind tatsächlich alle abgesichert, nicht nur die Erwerbstätigen. Da werden auch Beiträge, müssen Beiträge gezahlt werden, auch in Phasen von Nichterwerbstätigkeit, wo dann in bestimmten Phasen das steuerfinanziert ist, in anderen Phasen müssen die Menschen das selber zahlen, so wie das in der Schweiz der Fall ist. Also zum Beispiel eine Hausfrau, die keine Kinder erzieht, da wäre es nicht einzusehen, dass es da der Staat zahlt, die Beiträge. Da haben wir das Konzept des obligatorischen Rentensplittings als Einstieg oder als Ermöglichung einer eigenständigen Sicherung von Männern und Frauen. Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch. Ehegattensplitting wollen wir abschaffen, ein Rentensplitting aber einführen, hat aber genau die gegenteiligen Effekte wie bei dem Ehegattensplitting, was die Arbeitsanreize angeht. Und zweitens ist das eine Möglichkeit, um die abgeleitete Sicherung Schritt für Schritt zu ersetzen und in eine eigenständige Sicherung für Männer und Frauen aufzubauen. Die Idee ist, dass innerhalb des Lebensverlaufes Monat für Monat bei Paaren die Rentenansprüche gleich Monat für Monat aufgeteilt werden. Also wenn jemand ein Alleinverdiener Haushalt, einer bleibt zu Hause, die andere ist erwerbstätig, dann werden die Rentenansprüche geteilt. Und auch wenn man sich dann trennt, soll ja häufiger auch mal vorkommen, dann behält man diese Ansprüche, ohne dass es dann am Ende irgendwie ein Versorgungsausgleich oder Witwenrente oder Ähnliches geben muss, weil man die Rentenansprüche dann gleich mitnimmt. Eigenständige Ansprüche im Lebensverlauf erwerben und dann nicht abhängig sein von den Ansprüchen, die jemand anderes hat. Das wäre eine Umverteilung zwischen den Renten von Männern zu Frauen, weil Frauen geringere Ansprüche haben. So, dann gab es die Frage nach Mindestrente. Umverteilung von Arbeit ist nochmal ein anderes Thema. Abkopplung von Erwerbsstatus, da habe ich vorhin schon gesagt, die Kombination aus Bürgerversicherung und Garantierente kann uns langfristig evolutionär dahin führen, dass wir tatsächlich eine Mindestabsicherung tatsächlich für alle haben, für alle Lebensphasen. Ich glaube in der Tat nicht, und ich habe mich damit sehr lange beschäftigt, dass man das von heute auf morgen kriegt, sondern das kriegt man nur mit längeren Übergangsphasen hin. Da gibt es verschiedene Wege. Wir haben uns jetzt für diese Kombination Bürgerversicherung und Garantierente entschieden, um diesen Anspruch zumindest zu haben, langfristig eine Mindestrente für alle zu haben, die von allen auf alle Einkommen finanziert wird. Wir halten das für solidarisch und gerecht. Vielen Dank, Frau Rasner. Und vielleicht gehen Sie noch auf die Frage, die direkt an Sie gestellt war, ein. Ich guck mal. Sie gucken mal. Genau. Also nur noch mal zu diesem Rentensplitting. Bei diesen jetzigen Unterschieden, die wir in den Renten zwischen Männern und Frauen sehen, denke ich, kann man nicht auf diese Witwenrente verzichten. Das wäre ja dann zwangsläufig die Folge. Das wäre eine langfristige Geschichte. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für wirklich schwierig, insbesondere auch, wenn man sieht, dass in Ostdeutschland halt auch die Männerrenten extrem runtergehen und von daher dann halt zwei Personen am Ende auf einem extrem niedrigen Niveau sind. Wenn es um die Anerkennung von Nichterwerbsarbeit geht, habe ich ja gezeigt, dass es das in der Rentenversicherung tatsächlich gibt, über die Pflegezeiten und die Kindererziehungszeiten. Ich habe ein Problem damit, wenn das dann ausschließlich an den Frauen hängen bleibt. Und so sieht es halt im Moment aus. Also wenn sich Männer und Frauen das gleichmäßig teilen, dass nicht immer die Frauen aussetzen, sondern halt das von beiden Ehepartnern gemacht wird, habe ich kein Problem damit. Aber wenn das dann halt weiterhin die einzig und alleinige weibliche Domäne bleibt, dann wird das sich nachhaltig dann weiterhin schlecht auf die eigenständige Alterssicherung von Frauen auswirken. Was die Umverteilung von Lebensarbeitszeit anbetrifft, das ist ein interessanter Vorschlag, der häufig auch
vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock vertreten wird, im Hinblick auf die steigende Lebenserwartung, dass man halt einfach in Zukunft extrem, also momentan haben wir sehr, sehr lange Rentenbezugsdauern, weil die Lebenserwartung so unfassbar steigt. Jedes Jahr um 3 weitere Monate steigt die Lebenserwartung. Das bedeutet, dass wir in Zukunft extrem lange Phasen des Rentenbezugs haben werden. Der Vorschlag, der aus Rostock kommt, ist, dass man deswegen halt eben die Erwerbsarbeit über einen längeren Zeitpunkt ausdehnt, um insbesondere in diesen Phasen, die von Wissenschaftlern häufig die Rush Hours of Life genannt werden, wo halt eine starke Belastung im Erwerbsleben ist, also der berufliche Aufstieg ansteht, gleichzeitig aber halt Kinder geboren und erzogen werden, dass da beide Partner die Möglichkeit haben, sich zumindest teilweise aus dem Erwerbsleben rausziehen zu können. Und dann die zusätzlich gewonnenen Jahre, die häufig ja auch von einem Großteil, nicht von allen, in bester Gesundheit verbracht werden, dass man dann halt eben die Lebensarbeitszeit nach hinten über 65, 67 und möglicherweise auch noch weiter ausdehnt. Aber das ist abhängig eben vom Gesundheitszustand. Eine Sache wollte ich noch sagen. Es ist natürlich klar, dass die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren durchaus der Bundesregierung auch in die Karten spielt. Aber die Jahre, die davor waren, die kann man halt auch nicht einfach vergessen. Und da sehen wir einfach sehr lange wiederkehrende Arbeitslosigkeitsepisoden, insbesondere in Ostdeutschland. Und man kann also nicht sagen, dass dieses Problem jetzt alles irgendwie herbeidiskutiert ist. Also wir werden beobachten, dass die Personen, die gerade besonders diskontinuierliche Erwerbsvorläufe, gebrochene Erwerbsbiografien haben, dass die in Zukunft wirklich Schwierigkeiten haben, eine hohe Rente zu bekommen. Und das ändert sich auch nicht, indem die Wirtschaftszahlen vergleichsweise gut sind in den letzten Jahren. Vielen Dank. Wir wären ja schon froh, wenn Sie eine auskömmliche Rente haben. Eine hohe Rente muss es ja gar nicht sein. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, wie ich schon anfangs gesagt habe, wenn es um Rente geht und sehr viele, die wir, wie wir sehen, auch nicht unmittelbar beeinflussen können, weder durch Vorsorge noch durch andere Dinge, sondern die durchaus, da haben Sie ja auch recht, von der Politik, wo die Politik auch Verantwortung hat. Ich möchte eine ganz kurze Schlussrunde machen. Unsere Ausgangsfrage hier war ja, ist eine auf Frauen orientierte oder an einer frauenorientierten Rentenpolitik eine gerechtere Rentenpolitik für alle anderen oder ist es auch wieder Klientelpolitik? Und ich würde da wirklich aber eine ganz kurze Runde als Abschlussrunde noch mal durchgehen lassen. Herr Spahn. Also sagen wir mal so, eine Rentenpolitik, die es unabhängig vom Geschlecht, beiden Geschlechtern ermöglicht, einen eigenen Rentenanspruch zu erwerben, so würde ich es formulieren. Das wäre die richtige Rentenpolitik. Da gibt es Unterschiede in den Biografien und die muss man angemessen berücksichtigen. Aber auch da sage ich, mehr ist immer besser, aber da ist auch in den letzten Jahren einiges passiert. Also Mikro. Ja. Problem der Frauenungerechtigkeit ist natürlich der Ausgangspunkt, die Diskriminierung in Gesellschaft, Familie und im Erwerbsleben. Und solange das nicht beseitigt wird, wird es auch weitergehen. Und da kann man nur korrigieren und hoffen, dass es gelingt, auch die Diskriminierung im Erwerbsleben und in der Gesellschaft insgesamt zu beseitigen. Aber mir macht was ganz anderes Sorge. Und das haben Sie eben ja angesprochen. Es klingt ja so, oder es kann der Eindruck entstehen, als ob wir uns nur unterhalten, wie die Belastungen von einer Gruppe der Arbeitnehmer auf die andere verschoben wird. Sie haben das ganz zu Recht aufgegriffen. Es war wahrscheinlich auch der Eindruck. Ich möchte diesem Eindruck ganz entschieden entgegentreten und habe das ja auch versucht. Es geht im Kern um einen Verteilungskonflikt. Der wird nur verdrängt und das ist ja ein geschicktes Marketing und ja auch eine Interessenpolitik, dies zu verschieben auf die verschiedenen Gruppen von Personen. Und da müssen wir unheimlich aufpassen, dass wir dem nicht aufsitzen, sondern deutlich machen, dass es hier um eine Verteilung geht, knapper Mittel, aber da gibt es durchaus unterschiedliche
Möglichkeiten, wie man sie verteilen kann. Ich habe ja eben einiges gesagt. Ich sehe zum Beispiel keinerlei Grund, warum ich die Arbeitnehmer zwingen soll, Teile ihres Einkommens in eine private Zusatzversicherung zu tun und damit die Finanzbranche zu peppeln. Mir wäre es lieber, ich würde das Geld in eine gesetzliche Rentenversicherung tun und hier gleich verteilen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das wäre gerechter. Vielen Dank. Frau Rasner? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wir nicht anfangen sollen, das Rentensystem anhand einer bestimmten Dimension wie Geschlecht auszurichten. Ich bin dafür, dass bestimmte Phasen der Nichterwerbstätigkeit ausgeglichen werden, aber definitiv nicht das System auf die Belange der Frauen umgestellt wird, sondern es soll beiden Ehemännern und Ehefrauen ermöglicht werden und auch Nicht-Verheirateten eine gute Rente zu erwirtschaften und das hängt halt mit den Anreizstrukturen im Erwerbsleben zusammen. Herr Strengmann-Kuhn. Die Rente in Deutschland ist seit 120 Jahren ausgerichtet auf männliche Lebens- und Erwerbsverläufe. Genau. Und das müssen wir ergänzen und die Rente so ausgestalten, dass sie auch weiblichen Lebens- und Erwerbsverläufen gerecht wird. Ja, und da gibt es auch die Spielräume dazu. Die vielen Dank. Vielen Dank ans Podium. Vielen Dank ans Publikum. Kommen Sie gut nach Hause, sorgen Sie sich nicht, sorgen Sie vor, aber das ist ein dummer Spruch.